Ja, guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier heute online bei unserem Online-Format. Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen im Namen der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Wir haben uns entschieden, die Veranstaltung heute durchzuführen, aber aufgrund der Corona-Beschränkungen eben online. Wir hoffen natürlich trotzdem auf eine rege Beteiligung. Ja, die Nachrichten aktuell werden natürlich dominiert vom Wahlausgang in den USA. Das ist sicherlich auch nicht unerheblich für unsere Diskussionsrunde hier heute, die ja den Titel trägt: Gemeinsame Sicherheit in Europa, ein Traum? Denn es haben sich ja auch die beiden Kandidaten um die Präsidentschaft dementsprechend positioniert, was das Verhältnis zu Russland angeht. Wir sind im 30. Jahr der Überwindung der Ost-West-Konfrontation, auch Kalter Krieg genannt, und 30 Jahre Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und das soll Anlass bieten, den Vergleich zu suchen zwischen damaligen Ereignissen und Entwicklungen und der heutigen sicherheitspolitischen Lage in Europa und auch darüber hinaus. Und ich freue mich, dass wir dazu wirklich hochkarätige Gäste, allesamt Zeitzeugen, hier auf unserem Panel begrüßen dürfen. Ich nenne sie nur namentlich und mein Kollege Alexander Neu wird sie dann nachher noch mal ausführlich vorstellen. Ich darf herzlich begrüßen Frank Elbe, Hans-Jürgen Misselwitz, Hans Modrow und Gregor Gysi, der etwas später eintreffen wird, zu uns stoßen wird. Und moderiert wird das Ganze von Alexander Neu. Ja, wenn wir heute über das Ende des Kalten Krieges sprechen, dann werden die außenpolitischen Entwicklungen, die dazu geführt haben, meist ignoriert. Dabei wäre zum Beispiel ohne den KSZE-Prozess und auch die Gorbatschowsche Friedenspolitik das sicherlich undenkbar gewesen. Ich selbst war wie viele von uns damals bereits aktiv in der Friedensbewegung und der erfolgreiche Abschluss des INF-Vertrags, eines realen Abrüstungsvertrages, der zu Zerstörung von Raketen geführt hat, und auch die Politik Gorbatschows machten weltweit Hoffnung auf eine Welt ohne die ständige Gefahr eines möglichen Atomkrieges. Die Logik des Kalten Krieges und der Konfrontation geriet mehr und mehr in die Defensive. Es bildeten sich ja auch Begriffe wie zum Beispiel das neue Denken heraus. Auf der KSZE-Konferenz von Stockholm 1985 bis 1987 berieten alle Länder Europas von Ost wie West über Wege zu Vertrauensbildung, zu Dialog und Zusammenarbeit. Das war real praktizierte friedliche Koexistenz, in der mit Unterschieden natürlich umgegangen werden musste, aber es ging schwerpunktmäßig um Interessensausgleich. Die Idee der gemeinsamen Sicherheit, also der Sicherheit mit anderen und nicht gegen sie, war absolute Priorität. Und so, behaupte ich, war eigentlich auch nur die deutsche Einheit möglich. Der Abschluss der KSZE-Schlussakte von Helsinki jährt sich ja dieses Jahr zum 45. Mal. Die Nachfolgeorganisation der KSZE, die OSZE, wird in diesen Tagen 30 Jahre. Und auch die Unterzeichnung des 2+4-Vertrags jährte sich am 12. September zum 30. Mal. Aber wenn wir auf unsere Situation heute blicken, sieht die Welt völlig anders aus. Das erleben wir alle. Wieder wird zwischen Staaten dämonisiert. Es existiert eine Politik der Feindbilder. Und es wird sanktioniert. Die Gefahr eines neuen möglichen Wettrüstens ist real. Die Bundesregierung sagt, sie vertraut in der Frage des Bruchs zum Beispiel des INF-Vertrags einseitig den Aussagen der US-Administration, einer Administration, die ja auch andere Abrüstungsverträge aufkündigen will. Und die Bundesregierung rüstet massiv auf. Derzeit berät ja der Bundestag über den Militärhaushalt Deutschlands, der seit 2014 um 44% gestiegen ist.
Und bis 2031 soll die Bundeswehr von jetzt 6 auf dann 10 gepanzerte Brigaden expandieren. Mit so einer ausgerichteten Politik disqualifiziert man sich eigentlich völlig als ein möglicher Vermittler mit Russland. Und es ist auch sehr weit weg von den ursprünglichen Ideen der KSZE. Deshalb ist es umso wichtiger, heute an diesen vielen Jahrestagen eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehen wir im Bestreben nach gemeinsamer Sicherheit in Europa unter Einschluss Russlands? Die Dynamik in den letzten Wochen in den Verhandlungen, zum Beispiel um die Verlängerung des New Start-Vertrags und auch der russische Vorschlag für ein Moratorium gegen die erneute Sanktionierung von landgestützten atomaren Mittelstreckenraketen zeigen, dass es auch heute Chancen gibt auf eine Einigung im Sinne einer gemeinsamen Sicherheit. Sie muss natürlich von beiden Seiten auch gewollt sein. Also, unser Titel: Ist das alles nur unrealistische Träumerei, eine gemeinsame Sicherheit in Europa? Oder kann es verwirklicht werden? Und was wäre dafür nötig? Was können wir auch aus dem politischen Aufbruch von vor 30 Jahren dafür lernen? Sicher eine hochspannende Diskussion, auch im Lichte des anstehenden Wahlausgangs der USA. Und ich freue mich auf diese Diskussion. Darf zum Abschluss noch einen Hinweis geben an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie können sich gerne mit einer Frage oder auch einem Kommentar beteiligen. Das funktioniert folgendermaßen. Rechts unten finden Sie einen Knopf, mit dem Sie unseren Chat öffnen. Dort können Sie Fragen reinschreiben, Kommentare reinschreiben und Sie werden dann an den Moderator weitergeleitet, der Sie auch aufruft. Ich darf jetzt übergeben an Alexander Neu. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Heike. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie begrüßen zu dieser Veranstaltung, die ja ursprünglich ganz anders geplant war, nämlich eine Präsenzveranstaltung, aber dazu hat ja meine Kollegin Frau Hensel schon einiges gesagt. Dennoch hoffe ich, dass wir Sie am Computer soweit begeistern können für die Thematik, dass Sie dabei bleiben und bis zum Ende auch der Thematik folgen werden. Ich glaube, wir werden Sie nicht enttäuschen, schon allein aufgrund der Gäste, die wir haben. Die Definition von Zeitgeschichte ist salopp gesagt Geschichte, die auch raucht. Und ich glaube, der KSZE-Prozess, die deutsche Einheit, der Umbruch seiner Zeit, all das ist noch Geschichte, die noch qualmt, noch raucht. Und dazu haben wir eben auch Zeitzeugen heute gewinnen können. Das ist zum einen Herr Frank Elbe. Frank Elbe war von 1987 bis 1992 Bürochef des damaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher und Leiter des Planungsstabes des Auswärtigen Amtes. Er war von 1993 bis 2005 deutscher Botschafter in Indien, Japan, Polen und der Schweiz und bei den Verhandlungen im Verhandlungsteam der 2+4 Verhandlungen anwesend. Als zweites darf ich begrüßen zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten, Herrn Dr. Hans-Jürgen Misselwitz. Er war von März 1990 bis September 1990 für die damalige SPD, Ost-SPD, der parlamentarische Staatssekretär im Außenministerium der DDR und Leiter der DDR-Delegation bei den 2+4 Verhandlungen. Auch er ist bis heute nicht im Ruhestand, nicht wirklich, sondern er ist nach wie vor im Vorstand des Willy-Brandt-Kreises, ein Gesprächskreis für Außensicherheitspolitik, die sich eben dieser Idee der gemeinsamen Sicherheit in Europa verschworen haben. Dann darf ich begrüßen zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, zu meiner Rechten Dr. Hans Modrow, damaliger DDR oder letzte DDR-Ministerpräsident von 1989 bis 1990, ehemaliger Abgeordneter des Europaparlaments und heute Vorsitzender des Ältestenrates der Partei, unserer Partei, Die Linke. Und abschließend noch in Abwesenheit, aber jeden Moment eintreffend, Dr. Gregor Gysi. Gregor Gysi war damals ehemaliger Fraktionsvorsitzender der PDS in der Volkskammer der DDR. Und später der PDS und der Linke im Deutschen Bundestag. Heute hat er wieder eine Funktion. Er ist nämlich Sprecher für Außenpolitik der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Ja, auch meine Wenigkeit, Dr. Alexander Neu. Ich bin verteidigungspolitischer Obmann für die Bundestagsfraktion Die Linke und Beauftragter für Osteuropa für die Fraktion. Frau Hensel hat ja gerade schon in das Thema eingeführt. Es ist so, dass wir das Thema in drei Teile untergliedert haben, nämlich der KSZE-Prozess von 1973, 75 bis 89, dann
die Einbindung des 2+4-Kontextes und abschließend der Abfall von den Prinzipien der KSZE in den 90er Jahren. Darauf wird auch noch mal Herr Elbe speziell eingehen. Die Jahre 30 Jahre deutsche Einheit wurden ja, wenn man das genau betrachtet, immer vor allem mit Blick auf Deutschland, also ein innerdeutsches, eine innerdeutsche Angelegenheit betrachtet. Man hat wenig auf die europäische Dimension geschaut. Das wollen wir auch mit dieser Veranstaltung gewissermaßen ändern. Wir wollen den Blick über den Tellerrand der deutschen Grenzen hinaus erweitern, nämlich die Frage, welche Rolle spielte eigentlich die europäische Annäherung, der KSZE-Prozess als Voraussetzung überhaupt für die deutsche Einheit. Das heißt, die deutsche Frage war zu seiner Zeit eine europäische Frage, über 2 Jahre lang übrigens. Die deutsche Frage war schon immer relativ lange eine europäische Frage und während des Kalten Krieges auch eine Frage von Krieg und Frieden für den gesamten Globus. Jetzt wollen wir eben den europäischen Kontext hinzufügen. Das bedeutet also, das, was Gorbatschow unter das gemeinsame europäische Haus begriff, also ein gemeinsames Sicherheitskonzept von Vancouver bis Vladivostok, so war das seinerzeit formuliert worden, was die deutsche Einheit erst ermöglicht. Diese Idee, seit Mitte, Ende der 80er Jahre, hat ja erst die deutsche Einheit die Entspannung zwischen Ost und West beschleunigt und herbeigeführt. Die daraus entstandene Friedensdividende, ein Begriff, der in den 90er Jahren sehr häufig verwendet wurde, die Friedensdividende, spielt heute in der außen- und sicherheitspolitischen Debatte auf keiner Seite mehr eine größere, eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Wir kennen nur noch das Vokabular von Aufrüsten, Dämonisierung, gegenseitiger Dämonisierung. Wir haben es in der Tat mit Kriegen zu tun, unterhalb der militärischen Schwelle, mit Handelskriege, Wirtschaftskriege, Propagandakriege und so weiter und so fort. Eine Entwicklung also, die wir uns Anfang der 90er Jahre so gar nicht vorgestellt haben, dass wir damit nochmal konfrontiert wurden. Eigentlich sollte alles überwunden sein, aber die Geister der Vergangenheit holen uns wieder ein, auch ohne ideologische Konfrontation. Heute haben wir es also mit einem zweiten, manche sagen, ein bedrohender zweiter Kalter Krieg. Ich persönlich spreche schon von einem zweiten Kalten Krieg zwischen dem Westen und Russland zu tun. Wir haben es mit einem mehrdimensionalen Konflikt, wachsenden Konflikt zwischen China und den USA zu tun. Also alles in allem sehr unschöne Entwicklungen, die wir so nicht vorhergesehen haben, die aber dennoch eingetreten sind und an Eskalation hinzugewinnen können. So, das Ziel der Diskussion. Da kommt gerade Gregor Gysi, begrüßt Sie in Einzelnen, sehr höflich. Er hat noch Orientierungsprobleme, aber das löst sich gleich. Der Kaffee gehört mir. Gregor Gysi habe ich bereits vorgestellt. Also du bist mittlerweile dem Auditorium bekannt, Gregor. Insofern kann ich weiter fortfahren. Genau. Also unser zentrales Ziel ist es, herauszufinden, wie müssen wir die 80er Jahre bewerten, die 70er und 80er Jahre, und welche Konsequenzen können wir daraus für heute ziehen, um eine Entspannungspolitik, einen gemeinsamen europäischen Sicherheitsraum wieder überhaupt in die Diskussion hineinzubekommen. Wir alle kennen diese ja mittlerweile, ich kann sie auch nicht mehr hören, diese abgedroschene Formel, ein Frieden ohne Russland ist nicht möglich oder kein Frieden ohne Russland. Wir Linke sagen auch, kein Frieden gegen Russland ist möglich. Ich sage deshalb abgedroschen, weil von links bis rechts verwenden alle diese Formel, aber es erwachsen keine Konsequenzen daraus. Man ist mit dieser Formulierung schon alleine zufrieden, das war es dann. Das hört man bei der SPD, bei der CDU, bei den Grünen, überall, bei der FDP, aber Konsequenzen erwachsen heraus nicht. Ich möchte dazu auch noch mal ein Buch von Matthias Platzek, damaliger SPD-Parteivorsitzender, kurz erwähnen. Es ist eine positive Ausnahme in diesem Kontext. Das Buch heißt Kein Frieden ohne Russland und erfordert eine neue Ostpolitik. Da sind konkrete Schritte genannt, aber von den wirklich parteienpolitischen Einbringern hier im Deutschen Bundestag, von der Regierung, hört man eben solche Schritte nicht, solche Maßnahmen. Und das bleibt also an der Oberfläche dieses Bekenntnisses, was uns auch nicht weiterbringt. So, die Runde 1 ist also KSZE-Prozess. Vor 45 Jahren wurde es abgeschlossen, also die ersten Ergebnisse, mit der Herausbildung eines Raumes gemeinsamer Sicherheit. Dem ging ja voraus viele Jahrzehnte ein ziemlich harter, kalter Krieg, atomare Konfrontation, Kuba-Krise, Rüstungswettlauf. Dann begann der KSZE-Prozess 1973, übrigens auf Initiative der osteuropäischen Staaten, der Warschauer Paktstaaten. Und das zentrale Ziel seiner Zeit war, Lösungen zu finden, um einen Clash, also eine wirklich tödliche Konfrontation, einzudämmen, zu verhindern.
Anfang der 90er Jahre, wir kennen es noch, die weitere, die erneute Zuspitzung mit dem NATO-Doppelbeschluss. 1983 beinahe der nukleare Gegenschlag der Sowjetunion aufgrund falscher technischer Informationen der sowjetischen Satelliten. Man ist davon ausgegangen, die Computer haben errechnet, dass es einen Angriff der Amerikaner auf die Sowjetunion gäbe, was eine Fehlkalkulation der Computer war. Der damalige Befehlshaber, der dort vor Ort die Verantwortung hatte, Stanislav Petrov, hat sich ausgerechnet, das kann nicht sein, dass die Amerikaner, wenn sie angreifen, nur mit einer Atomrakete angreifen. Hat also nicht den Gegenschlag ausgelöst. Das war also etwa 2 Sekunden vor 12 Uhr, um es mal so auszudrücken. Und ebenfalls 83 das NATO-Manöver Abel Archer, was auf der sowjetischen Seite, auf der Seite des Warschauer Paktes, für höchste Nervosität geführt hatte und auch schon im Osten die Jagdbomber mit den Atombomben drunter montiert, startbereit waren, weil man glaubte, das sei in der Tat ein verkappter Angriff seitens der NATO-Staaten. Auf der anderen Seite hatten wir sind alle davon gekommen, auf der anderen Seite hatten wir eben die Dynamik des KZE-Prozesses. Wir hatten das Treffen zwischen Gorbatschow und Reagan in Helsinki in Mitte der 80er Jahre, das Gipfeltreffen. Und auch innerhalb Deutschlands gab es Ost und West zwischen der SED und der SPD ein Verständigungspapier mit dem Titel Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit von 1987. Ja, und 89 hat dann auch Brezhnev, nicht Brezhnev, sondern Gorbatschow, die sogenannte Brezhnev-Doktrin aufgehoben, womit ein Interventionsrecht in sozialistischen Staaten gewissermaßen ad acta gelegt wurde. Ich fange mit dem ältesten Teilnehmer und dem damaligen Ministerpräsidenten der DDR, Hans Modrow, an. Herr Modrow, was sind Ihre Erinnerungen an die 80er Jahre? Wie war die Stimmung in der DDR vor dem Hintergrund der Situation Abel Archer nach Doppelbeschluss und erst später, als Gorbatschow an die Macht kam und Perestroika einleitet? Wie wurde das im Osten in der DDR wahrgenommen? Wie würden Sie das bewerten? Kurzer Hinweis, wir versuchen das alles immer in 3 Minuten abzuhandeln, damit die Konzentration der Zuhörer und Zuschauer auch erhalten bleibt. Vielen Dank. Herr Modrow. Was Ihre Frage betrifft, finde ich den Anschluss nicht. Was die Frage betrifft, finde ich den Anschluss zu der Problematik von vor 45 Jahren nicht. Ich glaube, wir haben kein Verständnis und können keine Frage einordnen, wenn wir von hinten mit Gorbatschow beginnen und vorne wissen wollen, was ist geschehen. Ich gehörte der Volkskammer der DDR auch 1975 an. Ich trug Verantwortung Anfang der 70er Jahre in der DDR im Zentralkomitee der SED für die Abteilung Agitation für alle Fragen der Medien in der DDR, ihren Veröffentlichungen, ihrer finanziellen, materiellen Basis und auch im Kontakt mit dem Pressebüro der Regierung. Und das Ereignis 1975 ist genau die Ansage, um die es geht. 1973, ich werde es nie vergessen, musste ich entscheiden, als die beiden deutschen Staaten in die Vereinten Nationen aufgenommen waren. Kann man in den Zeitungen, die einen frühen Andruck haben, diese Mitteilung aufnehmen? Oder waren Scheel und Wenzel, die Außenminister der beiden deutschen Staaten, erst am nächsten Tag dann ans Mikrofon in New York gehen, um die Aufnahme zu haben? Ich habe damals entschieden, wir drucken, es wird laufen und es geschah. Und aus diesem ganzen Prozess steht dann Helsinki und ohne dem und in meinem Bild beginnt die Sache ganz woanders. Da ist die Helsinki-Konferenz und da sitzt nicht mehr Willy Brandt, der die Ostpolitik begann, da sitzt Helmut Schmidt. Da sitzt Erich Honecker daneben und da sitzt daneben der amerikanische Präsident. Das war doch auch für die BRD wie für die DDR, bleiben wir bei den Abkürzungen, sozusagen die erste große Stunde ihres gemeinsamen Auftretens nach der Aufnahme in die Vereinten Nationen, nun auch in dieser europäischen Öffentlichkeit und Konferenz. Und beide
haben den amerikanischen Präsidenten und nicht den Vertreter der Sowjetunion an ihrer Seite. Diese Bilder haben mich begleitet. Gradlinigkeiten habe ich nicht erlebt. Es ging 3 Jahre nach Helsinki noch in einer Phase der Kooperation. Und dann, etwa 78, war die Zuspitzung der Konfrontation mit dem Kalten Krieg wieder da. Und ich glaube, wenn wir diese Phase und diese Entwicklung nicht erst einmal als Anfang sehen, werden wir vom Ende die ganze Phase dieser europäischen Geschichte und das Träumen, mit dem wir mal begannen, nicht gut einordnen und nachfolgende Generationen auch schwer verstehen. Vielen Dank, Hans Modrow. Herr Elbe, der KSZE-Prozess, Sie sind ja auch im Bereich nuklearer Waffen relativ vertraut mit. Welche Rolle spielte die nukleare Konfrontation im Rahmen des KSZE-Prozesses? Können Sie dazu eine Ausführung machen? Ausdrücklich nicht, auch nicht unmittelbar. Aber man muss im Grunde genommen die Lage sehen, wie sie Anfang der 60er Jahre vorherrschte. Ich möchte auf die nukleare Gleichung eingehen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. Es galt das Prinzip der gegenseitig gesicherten Vernichtung. Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Im Amerikanischen hieß das Mutually Assured Destruction und es ist ganz sinnfällig, dass die Abkürzung dafür MAD war. Das Prinzip beruhte darauf, dass der Gegner, der angreifen will, zwar den Angegriffenen vernichten kann, aber der noch genügend Reserven an nuklearen Mitteln hat, auf Unterseebooten, in Betonsilos oder auf mobilen Einheiten oder in der Luft. Dieses Prinzip der gegenseitig gesicherten Vernichtung ist in seiner Schlüssigkeit durch nichts zu überbieten. Nur es hat einen großen Haken. Es setzt voraus, dass alle Parteien zu jedem Zeitpunkt sich rational verhalten. Und das konnte man im Grunde genommen nicht garantieren. Und der Ansatz der Entspannungspolitik bestand eigentlich darin, auf die Relation zu schauen, die besteht zwischen dem Knopf, der den nuklearen Erstschlag auslöst, und den Daumen, der ihn drückt. Und da spielte der KSZE-Prozess eine ganz wichtige Rolle. Sie müssen sich vorstellen, dass man in der Folgezeit, als man diese Einsicht hatte, in der Relation von Knopf und Daumen zu denken, anfing zunächst einmal über die Limitierung von nuklearen Waffen zu sprechen. Dann ging es über START zur Reduzierung. Und dann kam das wichtige Glied des KSZE-Prozesses. Das war nämlich ein Prozess, der auf eine politische Verständigung abzielte. Und um das Ganze mal bildlich zu beschreiben, was wir damals gemacht haben, wir haben eine Matratze gelegt zwischen Knopf und Daumen. Im Wesentlichen haben wir sogar ein ganzes Matratzenlager geschaffen. Dazu gehörten die rüstungspolitischen Maßnahmen, die vertrauensbildenden Maßnahmen, der KSZE-Prozess, die deutsche Ostpolitik. Und wir haben auf diese Art und Weise eine Situation geschaffen, in der wir 1990 den Kalten Krieg beenden konnten, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Und wir haben ein Einverständnis erzielt, dass wir auf dieser Basis weiter verhandeln wollten. Und die Amerikaner hatten, wie Präsident Bush das am Vorabend der
Unterzeichnung des 2+4-Vertrages in Moskau gesagt hatte, sich darauf beschränkt, eine Rolle zu spielen, second to none zu sein. Niemanden überlegen, niemanden unterliegen. Diesen Weg haben wir verlassen, seit Mitte der 90er Jahre. Und wir haben im Grunde genommen, um in dem Bild zu bleiben, in der Folgezeit eine Matratze nach der anderen weggezogen, die wir geschoben hatten zwischen Knopf und Daumen. Und das ist das Tragische an der Situation. Wir müssen zurückkehren zu einer Vernunft der politischen Kooperation und den alten Zustand wiederherstellen. Wir müssen anknüpfen an ein Verständnis, das wir schon mal früher hatten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Elbe. Herr Dr. Misselwitz, Sie waren seinerzeit in der DDR. Und wie wurde das gorbatschowsche Experiment, der Gedankengang eines gemeinsamen europäischen Hauses in Ihrer Wahrnehmung sozusagen, wie kam es dort an? War das was Fortschrittliches? Wurde das eher abgelehnt von Ihnen? Wie haben Sie das in der politischen Kultur der DDR wahrgenommen? Naja, innerhalb der DDR gab es ja da zunächst erstmal verschiedene Wahrnehmungen oder auch Kulturen, nicht? Also es war so, dass der Eindruck da war, dass die SED-Führung, also die Staatsführung, verunsichert war, was das bedeutet. Es war eine äußere Wahrnehmung, aber so ist es wahrscheinlich auch durchaus gewesen und hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass eine bestimmte Existenzgarantie der DDR von Anfang an immer damit zusammenhing, was die Sowjetunion oder wie die Sowjetunion, welche Ziele sie setzte, welche Optionen sie hatte. Das ist jetzt nur das Verständnis, dass es nicht nur ein Verständnis gab. Ich denke, in der Bevölkerung war das wie ein großer Hoffnungsschimmer. Warum? Weil das, was vorher gesagt worden ist, spielte ja in der DDR eine Riesenrolle. Die Frage der Kriegs- oder also der Friedensfrage, die Frage der Bedrohung dieses Landes, aber gleichzeitig ganz Deutschlands, das in einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den beiden Supermächten, sondern der begrenzte Krieg erstmal in Europa stattfindet. Das heißt, und das im Grunde, wenn Sie wollen, die deutsche Frage und die deutsche Einheit war auf der Ebene der Friedenswahrnehmung, Friedensbewegung, aber auch Koalition der Vernunft gab es ja auch mal, nicht? Also Herr Honecker mit Kohl dieses Wort ausgetauscht, also sich darin einig waren. Also von daher waren alles, was in der sicherheitspolitischen Seite eine Entspannung signalisierte, im Grunde ein absolut willkommenes Zeichen. Ich denke auch über die Grenzen sozusagen bestimmter, also Bevölkerungsschichten hinaus. Und das spielte dann natürlich eben auch eine unheimlich wichtige Rolle in der Frage, wie gehen wir mit unseren eigenen internen Problemen als DDR-Gesellschaft oder als Staat oder als so verfasster Staat, so wie es war, also auch im Sinne des Primats der SED, wie gehen wir damit um im Sinne von Liberalisierung, Demokratisierung, Entwicklung und also die Voraussetzung der militärischen Entspannung des eingedämmten Kriegszustandes, der eigentlich sozusagen in der Luft lag und der ja immer begründete, weswegen man sozusagen sich keinen Schritt bewegen durfte. Diese Voraussetzung war zu Ende und ermöglichte im Grunde eigentlich auch das, was wir dann später als Öffnung, gesellschaftliche Öffnung, was wir 1989 anbrach. Also dieser ganze Prozess ist dadurch auch befördert worden. Und das ist für mich natürlich, gerade weil wir jetzt immer auch schon von dem Ende her reden, die Frage, was jetzt gerade, also inwiefern, wenn wir denn dafür sind, dass sich in bestimmten Ländern auch was ändert und wenn wir sagen, auch Herr Lukaschenko ist nur lange genug an der Macht gewesen, dann kann das unter Umständen einer militärischen Druckkulisse, die sich inzwischen hergestellt hat, kaum gelingen. Und das ist ja eine der Lehren von der 80er Jahren und auch von dem, was sich in Osteuropa ändern konnte, dass das unter den Bedingungen einer Entspannungspolitik, auch einer militärischen Entspannung, nur geschehen konnte. Ja, vielen Dank. Gut, dass Sie nochmal auf diese Lehre hingewiesen haben. Herr Gysi, Sie waren ja seinerzeit ja auch schon erwachsen.
oder haben mitgewirkt. Meine Frage ist, wurde das, diese Entspannungssignale von Gorbatschow, von der Sowjetunion unter Gorbatschow, wurde das in der DDR als eine Bedrohung empfunden, eine Bedrohung für die Selbstständigkeit der DDR, oder wurde das eher ja, nur unsicher wahrgenommen? Also ich muss ja fast allem, was bisher gesagt worden ist, zustimmen. Auch Hans Modrow, dass man früher anfangen muss. Ich will es ganz kurz machen. Zunächst gingen ja die vier Mächte von einem einheitlichen deutschen Staat aus. So war ja alles konstruiert, auch noch im Potsdamer Abkommen und dann auch in Jalta etc. Und Stalin ging weiter davon aus, hat natürlich relativ hohe Reparationen aus dem Ostgebiet geholt, weil er ja davon ausging, dass wieder ein einheitliches Deutschland entstehen wird. 1952 bot er geheime, international kontrollierte Wahlen in ganz Deutschland an, unter einer einzigen Bedingung, dass dieses Deutschland nicht Mitglied der NATO wird. Konrad Adenauer hat sofort gesagt, die Westmächte auch, das heißt, die waren auf einem anderen Trip. Damit war das auch für die Sowjetunion klar und damit blieb die DDR ein eigener Staat. Nun war die Situation so, dass viele Menschen die DDR verließen und in die Bundesrepublik und nach Westberlin gingen. Und dann wurde bekanntlicherweise die Mauer gebaut. Das hatte auch noch andere Gründe. Und jetzt erst hat die Führung der SPD und auch der FDP begriffen, dass mit der alten Hallstein-Doktrin, mit dieser alten Politik nicht weitergemacht werden kann, weil die Leute konnten ja nicht mehr abhauen. Also musste man mit der Regierung verhandeln, um etwas zu erreichen. Und so kam dann der politische Wechsel in der Bundesrepublik zustande, der ja auch ein Kulturwechsel war. Es trat Ann Kiesinger, Mitglied früher der NSDAP, Abteilungsleiter in einem Naziministerium, gegen Willy Brandt, Antifaschist, der mit seinem Decknamen antrat, den er aus der Nazizeit hatte. Und das kann man gar nicht unterschätzen. Das war ein Wahlkampf, wo die einen Willy Brandt unbedingt wollten und die anderen ihn unbedingt verhindern wollten. Und das ist ja auch das Verdienst der FDP, dass sie diesen Weg mit eröffnet hat. Und so kam eine neue Politik zustande. Und dann erst entstanden ja auch diplomatische Beziehungen mit den anderen staatssozialistischen Ländern. Es gab den Grundlagenvertrag zwischen der BRD und der DDR vor dem UNO-Beitritt. Und dann erst kam ja der UNO-Beitritt mit Helsinki. Jetzt aber zurück. Die DDR entwickelte sich. Ein Problem der DDR bestand darin, dass es nie einen demokratischen Wechsel an der Spitze gab. Das heißt, Honecker ging, glaube ich, 1952 wurde er Kandidat des Politbüros. Und wenn es die Wende nicht gegeben hätte, wäre er 1990 noch mal für 5 Jahre zum Generalsekretär berufen worden. Die nächsten Generationen kamen viel zu wenig, fand der Wechsel statt, sondern wurde einfach immer älter und älter und blieb. Und das hatte Folgen. Ich habe das gemerkt, was für mich als Kind und als Jugendlicher die Pioniere und die FDJ bedeuteten und was das für meinen Sohn bedeutete. Da lagen schon Welten dazwischen. Das wurde aber nicht registriert, nicht zur Kenntnis genommen. Sodass ich sage, mit Gorbatschow kam im Wesentlichen Hoffnung auf. Aber vielleicht eine Geschichte, also in der Bevölkerung, Hoffnung, dass es alles freizügiger wird, offener wird, dass auch auf bestimmte ökonomische Fragen anders reagiert wird. Und 1988 wurde mein Vater, der Staatssekretär für Kirchenfragen war, ins Politbüro bestellt. Und Günter Mittag, der gar nicht für ihn zuständig war, sagte, die Aufgabe des Staatssekretärs für Kirchenfragen besteht darin, die Interessen der SED gegenüber den Kirchen zu vertreten. Wir haben aber den Eindruck, dass du die Interessen der Kirchen gegenüber der SED vertrittst. Das ist nicht dein Job. Und dann konnte er gehen. Leichtfertig. Ich war ja schon 40, sagte ich zu ihm, na, ich finde, du kannst jetzt langsam auch von der Rente leben. Ob ich das heute noch so sagen würde, weiß ich nicht. Aber damals sagte ich das. Und dann sagte er zu mir, ich bin gar nicht so traurig. Und dann sage ich, weshalb nicht? Und dann sagt er, weil die in 2 Jahren alle gehen müssen. Und da fragte ich ihn, weshalb? Und das hat er übrigens im Park damals auch einem amerikanischen Journalisten erzählt, der es auch erst nach der Wende veröffentlicht hat. Und dann sagt er, das hat 2 Gründe. Der Gorbatschow macht politische Reform und ihm fällt für die Wirtschaft nichts, aber auch gar nichts ein. Daran wird er scheitern. Und die SED-Führung denkt, sich von der sowjetischen trennen zu können, ohne die sie gar nicht existieren kann. Und das fand ich bemerkenswert, ehrlich gesagt. Und das kam auch so, ich habe es nicht geglaubt, aber es kam so in etwa. Und deshalb sage ich, ja, man muss immer die Prozesse als Ganzes sehen. Gorbatschow politisch ist was anderes als das, was er für die Wirtschaft machte. Und die SED-Führung in ihrer Haltung
war natürlich auch irgendwie verklemmt. Sie konnte sich nicht öffnen, etc. Und da gab es natürlich dann lauter symbolische Geste und Sätze, die die Leute auch, sagen wir mal, ermutigten, dagegen vorzugehen. Und das darf man auch nicht vergessen. 1953, 17. Juni, marschierten eben sowjetische Soldaten und Panzer auf, um das Ganze zu verhindern. Und die Leute waren sich relativ sicher, 1989, dass das nicht wieder passiert, dass Gorbatschow eher an ihrer Seite steht als gegen sie. Und das verunsicherte sämtliche Strukturen und sämtliche Menschen. Wenn man es mal ganz einfach sagt, 1989 oder 88, 89, 90, ich war zumindest auch überfordert und viele waren überfordert. Du musstest jeden Tag neue Dinge zur Kenntnis nehmen und darauf reagieren. Und am Vortag hieltest du immer für unmöglich, dass das überhaupt passiert, aber es passierte. Insofern war das natürlich auch eine ausgesprochen spannende Zeit in meinem Leben. Vielen Dank, Gregor. Bevor wir zum nächsten Teil kommen, habe ich hier im Chat eine Frage, und zwar von Thomas Reutner aus Wien. Er ist Abrüstungswissenschaftler und ist durchaus bekannt. Thomas, sei gegrüßt nach Wien. Deine Frage lautet, welchen Eindruck gewann das Podium, also die vier Vorsitzenden Referenten hier, gewann das Podium von der Rolle der neutralen Staaten in Europa im KSZE-Prozess? Fangen wir wieder umgekehrt an. Vielleicht ganz kurz Gregor, Herr Misselwitz, dann Herr Elbe und dann Hans. Das geht relativ schnell und kurz. Die neutralen Staaten spielten insofern eine wichtige Rolle, weil sie immer bei Konflikten bereit waren, den Ausgleich zu suchen. Also Länder wie Finnland und Schweden, aber eben auch Jugoslawien und andere. Das war ihre Rolle. Was alle unterschätzt haben, sie haben die Rolle mit dem Ende des Kalten Krieges abgelegt. Sie spielen sie nicht mehr. Und deshalb wäre es so wichtig, dass Deutschland eine völlig andere Vermittlerrolle spielte, statt Weltpolizist zu werden. Und genau das macht Deutschland nicht. Und bei unserer Geschichte wäre das eigentlich heute unsere Aufgabe. Insofern bedauere ich sogar ein bisschen, dass die Rolle der neutralen Staaten weggefallen ist, die es damals gab und die damals auch sehr wichtig war. Ohne die hätte der ganze KSZE-Prozess auch gar nicht geklappt. Herr Misselwitz. Ich kann dazu wenig sagen. Also dafür war ich entweder zu jung oder zu weit nur Beobachter der Szene bis 1989, 90. Richtig ist ja, dass man sagen kann, mit den Hauptstädten oder mit den Worten Helsinki oder Wien, beides sozusagen, verbindet sich eine europäische Dimension, die über diese Blockteilung, die Europa damals beherrschte, eben hinweg leuchtet oder hinweg zeigte. Also von daher waren das natürlich zusammen schon die Wahrnehmung. Das sind Orte, an denen so eine Vermittlerrolle, so eine Überwindung der Blocktrennung auch funktionieren kann, auch gewählt wird als Ort der Verhandlung. Herr Elbe? Ihr habt die Rolle der neutralen Staaten im Wesentlichen wahrgenommen in einem praktischen Feld. Ich war von 1983 bis 1986 Verhandler in der Genfer Abrüstungskonferenz, die nun wirklich aufgeteilt worden war in einen westlichen Block, in einen östlichen Block und in einen neutralen Block. Übrigens möchte ich an dieser Stelle mal sagen, mein Nachbar, das war sehr überraschend, war eben der Kollege aus der DDR, Dr. Hubert Thielicke, mit dem ich immer noch befreundet bin, der mir allerdings, als ich vom KSZE-Prozess anfing zu schwärmen, sagte, machen Sie sich keine Illusionen, die DDR bleibt sozialistisch. Die Rolle der Neutralen war nicht immer segensreich. Das lag daran, dass sie eigentlich keine Machtstellung hatten. Sie hatten keine Verantwortung, aber sie konnten sich Modelle leisten. Im Grunde genommen fand der Dialog statt zwischen West und Ost auch dort. Eigentlich, ich habe, das mag hässlich klingen, die Neutralen gelegentlich eher als eine Belastung gefunden im Dialog des Westens zwischen dem Osten. Danke. Vielen Dank, Herr Elbe. Herr Modrow.
die Rückfrage auch an den Fragesteller. Ist das Thema neutral nur auf Europa gedacht? Oder geht es hier um die Neutralität, die es ja auch woanders gab? Das Ereignis direkt, um das es geht in Helsinki, findet in einem neutralen statt, nicht von ungefähr, in Finnland statt. Dieser Platz mit Schweden und anderen, Österreich, ist völlig unbestritten, spielt da aber in Bezug auf die Frage Krieg oder Frieden in diesem Sinne eine untergeordnete Rolle. Weil ja die Kernfrage, um die es ging, die wir ja dann später erst haben, die Frage der Blöcke ist. Die Frage, wer bedroht den Frieden? Wer ist mehr auf Krieg orientiert? Wir haben aber zu dieser Zeit die blockfreien Staaten. Sie empfinden sich als Staaten, die nach friedlicher Koexistenz streben. Und ohne Zweifel waren Hoffnungen damit verbunden, dass dieser Prozess der europäischen Sicherheit auch genau dieses Element der friedlichen Koexistenz in sich aufnimmt. Ich sagte das schon, was aber leider nicht geschehen ist. Wir blieben weiter in der Konfrontation und Österreich übernahm in dieser Phase später eine wichtige Rolle. Das wird Herr Elbe ja besonders in Erinnerung haben. Wie häufig und wie viel ist in Wien verhandelt worden und gesprochen worden? Da war mit einem Mal der Platz, wo über Fragen Krieg und Frieden, Abrüstung ein neutraler Raum war, den man nutzte. Und kurz zu Gorbatschow, wir werden darauf noch zurückkommen, mit der Frage der 70er und bis weit in die 80er, bis Mitte der 80er Jahre spielt Gorbatschow überhaupt keine Rolle. Er ist nicht in der Politik auf der Höhe, wo es um die Probleme geht, die direkt in den 10 Jahren zwischen 75 und 85 eine Rolle spielen. Später habe ich ihn ja persönlich erlebt, aber auf den Block kommen wir nochmal. Vielen Dank, Herr Mudrow. Ja, die Bewegung der Blockfreien hat etwa 120 Staaten als Mitglieder, spielt aber in der heutigen Politik, in der heutigen Weltpolitik eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Man muss schon, ich habe gerade mal auf Wikipedia geschaut, das ist eine ganz heterogene Zusammensetzung von Staaten mit den unterschiedlichsten Interessen. Sie haben aber auf jeden Fall nicht mehr die Relevanz, die Sie in den 70er und 80er Jahren erinnerten, als Sie zwischen den Blöcken sozusagen als neutrale Staaten sich manövrierten und teilweise versuchten zu moderieren und sich teilweise auch absetzten. Gut, kommen wir zum nächsten. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr im Chat. Kommen wir zum nächsten Teil, nämlich die Frage 2+4 Vertrag und Pläne für das System gemeinsamer Sicherheit in Europa, was angesprochen worden ist. Die deutsche Einheit stand dann also Ende 89 und 90 auf der Tagesordnung. Wir hatten immer noch bis 1994 sowjetische Truppen, später russische Truppen, nach 1991 in Deutschland stationiert, deren Abzug es auch zu organisieren und zu finanzieren galt. Die DDR wollte zu diesem Zeitpunkt definitiv keine Mitgliedschaft eines Gesamtdeutschlands akzeptieren. Und was eben, das muss man auch immer wieder hervorheben, in der NATO akzeptieren. Was immer noch ganz wichtig ist, und da gibt es ja viele Aussagen, ranken sich darum, wie weit der Westen, die USA und auch Westdeutschland eine NATO-Osterweiterung über die DDR hinaus seinerzeit versprochen haben, dass das nicht stattfinden würde. Es gibt ja, und das kann man ganz leicht auf YouTube finden, ein Statement von dem damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher neben dem Kollegen, seinem Kollegen aus den USA, Baker, in dem er sagt, es bestehe nicht die Absicht, die NATO nach Osten auszudehnen. Also den Namen Baker, den Namen Genscher eingeben bei YouTube und NATO. Und dann kann man dieses etwa 30-sekündige Video abrufen und sein Statement dazu hören. Das war also das, was sozusagen für die Öffentlichkeit oder von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden kann zur Thematik NATO-Osterweiterung. Da komme ich zu Herrn Elbe, die Position der Bundesregierung. Ich glaube, Sie hatten auch seinerzeit den
die Formulierung mal gefunden, die sowjetische Gesellschaft mit Blick auf eine deutsche Einheit nicht zu überfordern. Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, nicht zu überfordern mit Blick auf NATO-Mitgliedschaft und so weiter und so fort. Ist das richtig oder habe ich da was falsch perzipiert? Das war im Grunde genommen eine Position von Shevardnadze, der in den Verhandlungen über die deutsche Einheit immer wieder darauf hinwies, dass es darum geht, die richtige Geschwindigkeit für diesen Verhandlungsprozess zu finden. Und er sagte deutlich, wir dürfen die russische Gesellschaft, die ja im Grunde genommen fest an die Ergebnisse von Jalta glaubte, die auch die Teilung Deutschlands als ein gerechtes geschichtliches Urteil betrachtete, nicht überfordern. Das heißt, wenn wir zu schnell verhandeln, werden wir den Bedürfnissen der Menschen in Russland nicht gerecht. Wir müssen im Grunde genommen erklären, warum es ein Zugewinn auch für den Bürger in der Sowjetunion ist, wenn die deutsche Vereinigung stattfindet. Dann sagte er aber, wir werden das Verhandlungsziel auch nicht erreichen, wenn wir zu langsam verhandeln. Denn dann besteht die Gefahr, dass sich während des Prozesses der Verhandlungen die Gegner dieser Politik formieren und im Grunde genommen Gorbatschow in den Arm fallen, die deutsche Einheit herzustellen. Also diese Sache habe ich in meinem Buch beschrieben. Ein runder Tisch mit scharfen Ecken, der diplomatische Weg zur deutschen Einheit. Aber was Sie zitieren, ist nicht mein Denken gewesen, sondern es war das Denken von Shevardnadze. Wir haben uns allerdings darauf eingestellt, in einer Situation, wo Parteitag der KPdSU bevorstand und wir Nachrichten erhielten, dass die Wiederwahl Gorbatschows gefährdet sein könnte, hat sich Genscher mit Baker zusammengesetzt bei einem Außenministertreffen der NATO-Staaten in Turnberry in Schottland. Und wir haben dort ein außerordentliches Kommuniqué veranstaltet, was nicht zu tun hatte mit den üblichen Kommuniqués, die NATO veranstaltet bei solchen Treffen, die vor Langeweile und Nutzlosigkeit nur so strotzen, sondern wir haben ein knappes Kommuniqué gemacht und haben gesagt, wir reichen der Sowjetunion und seinen Völkern die Hand der Freundschaft. Das war etwas, was im Grunde genommen die NATO, die westliche Antwort auf die Vorstellungen von Shevardnadze war, wie können wir im Grunde genommen die Einheit dem russischen Volk verständlich machen, das so stark gelitten hat unter dem Zweiten Weltkrieg. Und das war im Grunde genommen eine gute Zeit, in der wir zu diesen wechselseitigen Maßnahmen fähig waren. Und dieses Dokument aus Turnberry hat sehr, sehr entscheidenden Einfluss genommen auf den Verlauf des Parteitags der KPdSU. Das Ergebnis ist bekannt. Vielen Dank. Herr Modrow, der NATO-Gipfel wurde ja gerade angesprochen, 1990. Dann gab es ja die Charta von Paris, deutsche Einigung, bedeutsamer Beitrag zu einer dauerhaften und gerechten Friedensordnung für ein geeintes demokratisches Europa. Wir haben ja dann ab 1999 April erlebt, dass die NATO erweitert wurde über das ehemalige Ostdeutschland hinaus. Bis heute läuft ja dieser Erweiterungsprozess der NATO, findet ja statt, zuletzt die Republik Makedonien, davor Montenegro und so weiter und so fort. Meine Frage an Sie: Die damalige Erklärung der NATO, auch vor allem auch von Außenminister Genscher, die NATO nicht der Osten zu erweitern, über Ostdeutschland hinaus. Wie weit war das 1990 in Ihren Augen ernst zu nehmen? Oder war das ein Manöver in Ihren Augen, um die Ostseite nur ruhig zu stellen?
Die Frage ist an mich gerichtet. Nein, Herr Modrow. Darf ich aber trotzdem die Möglichkeit erhalten, dazu... Man muss sich mehr an Fakten halten. Jetzt ist es weg. Nee, bist an. Ich denke, man muss sich mehr an Fakten halten, sonst rutschen wir in politische Debatten, ohne dass wir eigentlich die Grundlagen behalten. Am 2. und 3. Dezember 1989 sind die zwei mächtigsten Männer der Welt, zu dieser Zeit Bush und Gorbatschow, auf Malta und führen eine Debatte. Sie reden über Krieg und Frieden. Die deutsche Frage steht am Rande und ist kein zentrales Problem. Bush ist immer vorbereitet auf das deutsche Thema, weil er Kontakt mit Kohl ununterbrochen hält. Wir auf der DDR-Seite haben mit Gorbatschow keinen Partner, der mit uns, ähnlich wie es im Westen geschieht, die Dinge miteinander bespricht. Am 3. und 4. ist die Beratung des Warschauer Vertrages in Moskau ein ganz eigenartiges Erleben. Dort ist noch Ceausescu aus Polen, kommt der General und Präsident Jaruzelski, der erste Sekretär, ein guter Freund von mir, Rakowski, der Partei, Masowiecki, der der Ministerpräsident ist. Es steht auch Ceausescu noch dort, den man ja wenige Wochen später auch ermordet hat. Gorbatschow sagt zu mir in der Pause, wo ich um ein Gespräch bitte, die DDR ist der wichtigste Partner und Verbündete der Sowjetunion. Am 7. Dezember 1989 tagt das ZK der KPDSU und beschließt mit der Rede von Gorbatschow, die DDR ist unser wichtigster Verbündeter. Am 26. Januar 1990, alles dokumentar vorzulegen, ist die erste Beratung in Moskau, wie die deutsche Frage weiter zu verfolgen wäre. Wo Gorbatschow, Tschewardnadze, Rychkov und andere, Falin, sitzen und darüber beraten, was verhandelt man mit Modrow? Redet man noch mit dieser Partei? Da steht die Frage, spricht man auch mit Gysi? Gysi kommt ja dann später, bleib jetzt mal Gregor, bei der Haltung, wie sie bei Ihnen gelaufen ist. Nach Anfang Februar noch nach Moskau. Ich bin am 30. Januar in Moskau. Und das ist eine Schlüsselfrage. Dort wird über einen 3-Stufen-Plan der Vereinigung Deutschlands verhandelt, das militärisch neutral ist. Dieses Signal geht am 1. Februar über die Presse mit einer Pressekonferenz, wo ich diesen 3-Stufen-Plan, genannt Deutschland, einig Vaterland, mit der Neutralität verkünde. Eine Woche später ist bereits Baker in Moskau, der USA-Außenminister, verhandelt mit Tschewardnadze, spricht mit Gorbatschow und das Thema Neutralität rückt mit mal vom Tisch. Am 10. Februar ist Kohl in Moskau und dort heißt es im Flugzeug, als Kohl zurückfliegt, ich habe den Schlüssel der Vereinigung geholt, denn das vereinte Deutschland wird in der NATO sein. Das ist klare, dokumentierte Ansage dieses Geschehens. Alles Gewackle, was später kommt, dass selbst im Mai 1990 der Gorbatschow noch auf die Idee kommen kann, darüber zu sprechen, ein vereintes Deutschland könnte in der NATO und im Warschauer Vertrag sein. Der Warschauer Vertrag war schon weg und klar war, man handelt über nicht mehr 4+2, wie Julij Kwiatkowski und andere noch wollten, sondern man verhandelt nur noch über 2+4. Und in all diesen Prozessen ist dann klar,
Man kann über vieles reden, es bleibt am Ende Geschwätze. Es gibt keinen Vertrag, es gibt kein Stück Papier. Klar ist, die USA hatten die Führung, Kohl und die BRD gingen mit und damit war klar, es gibt ein vereintes Deutschland, das in der NATO ist. Die sowjetischen Truppen, die dann noch sowjetische Truppen waren, ziehen ab und die NATO mit allen Ausrüstungen, Kernwaffen, bleibt in Deutschland. Das ist die Frage. Und nun kommt das Thema des Traumes von Europa. Können wir den Traum sozusagen vom Herbst und Frühjahr 90 holen oder müssen wir die Geschichte noch ein wenig tiefer analysieren, um das heutige, das Panzer an den Grenzen von Russland stehen, auch wirklich zu verstehen? Vielen Dank, Herr Modrow. Herr Elbe, Sie hatten sich noch mal gemeldet dazu. Also wie vertrauenswürdig, wie zuverlässig waren die Aussagen von Herrn Genscher seinerzeit, dass die NATO keinen Inch nach Osten erweitert wird über das Gebiet der ehemaligen DDR hinaus? Man muss wissen, dass die Amerikaner Mitte Dezember 1989 eine Grundbedingung öffentlich stellten, nämlich, dass das vereinte Deutschland der NATO angehören würde. Das war etwas, was uns das Weihnachtsfest ordentlich verdorben hat, weil wir uns eigentlich nicht vorstellen konnten, wie wir diese Forderung unterbringen konnten in Verhandlungen mit der Sowjetunion. Genscher hat sich dann hingesetzt und die Rede von Tutzing, die wir uns bestellt hatten an der Evangelischen Akademie in Tutzing, verfasst und hat dort Folgendes ausgeführt. Er hat gesagt, das vereinte Deutschland kann nicht neutralistisch bleiben, sondern es muss eingebunden werden in die Strukturen, Sicherheitsstrukturen, die bestehen. Aber man muss die gegenwärtige Situation der beiden Blöcke, die sich gegenüberstehen, so sehen, dass wir uns ja in einem Prozess der Annäherung befinden, wenn nicht sogar in einem Prozess der Auflösung. Deswegen wird es die Sache der NATO sein, zu erklären, dass die NATO niemals sich nach Osten hin weiter ausdehnen wird. Dieser sogenannte Genscher-Plan, wie ihn Baker nannte, wurde dann diskutiert mit Baker unmittelbar nach der Rede, die er gehalten hat in Tutzing. Ich war 2 Tage vorher in Washington, um die Rede mit den Vertrauten von Baker zu besprechen. Und die fanden den Gedanken gut. Und Baker fragte mich dann, ob es möglich sei, dass Hans-Dietrich Genscher nach Washington fliegen könnte. Und dann habe ich gesagt, das wird möglich sein. Und Genscher kam 8 Stunden später. Und dann gab es eine Situation, wo sich die Amerikaner diese Formulierung zu eigen machten, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten ausdehnen würde. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes, was Sie nicht erwähnt haben, weil Sie nur auf eine Feststellung von Genscher sich stützen. Baker erklärte sich bereit, für dieses Konzept zu werben, auch gegenüber der Sowjetunion. Zunächst musste er mal die Franzosen dafür gewinnen und er machte einen Zwischenstopp in Shannon, um Dumas zu treffen, flog weiter nach Moskau. Und in Moskau in den Verhandlungen mit Gorbatschow und Schewardnadse sagte er, aus unserer Sicht ist es wichtig, dass das vereinte Deutschland in der NATO sein sollte. Stellen Sie sich mal vor, dieses vereinte Deutschland wird ein großer wirtschaftlicher Faktor sein. Und es ist doch ganz gut, wenn Sie eingebunden sind in bestehende Sicherheitsstrukturen, unter der Voraussetzung, dass sich diese NATO nicht weiter nach Osten erweitern wird. Daraufhin reagierte Gorbatschow wörtlich,
Ja, das ist interessant, unter der Voraussetzung, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten entwickeln wird. Baker schrieb dann einen Brief für Kohl, der ja zwei Tage später dorthin kam zu Gesprächen mit Gorbatschow. Und in diesem Brief wiederholt er den Inhalt des Gespräches. Er wiederholt auch die Zusage der Vereinigten Staaten an die Sowjetunion, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten ausdehnen wird. Das heißt, er hat das getan mit der Autorität der Macht, der ersten Macht im westlichen Lager. Und dieses Dokument hatte auch Bestand für die weitere Verhandlung, für die weiteren Verhandlungen über diese Frage. Es ist also so, Sie können es nicht nur festmachen an einer Erklärung von Genscher, sondern Sie müssen im Grunde genommen es festmachen an einem schriftlichen Dokument, was Baker hinterlassen hat für den Bundeskanzler, um ihn darauf aufmerksam zu machen. Dieses Gespräch Bakers in Moskau hatte zur Folge, dass die Russen das Angebot machen konnten an Kohl, als er dann da war. Wir werden der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten keine Steine in den Weg legen. Das war der große Erfolg. Wir haben uns ja auch daran gehalten, alles zu tun, was nicht danach aussah, dass die NATO sich weiter nach Osten entwickeln würde. Als nämlich die Visegrad-Staaten die Mitgliedschaft in der NATO einforderten, da haben wir eine zusätzliche Resolution ins Leben gerufen, in der ein Angebot auf ein Liaison-Konzept zwischen Warschauer Pakt und NATO gemacht wurde. Wir wollten im Grunde genommen den Staaten der Visegrad ein Signal setzen, es wird sich etwas ändern. Wir werden ein Liaison-Konzept entwickeln, damit ihr auch schon ein Gefühl dafür bekommt, dass sich etwas ändern wird. Der nächste Schritt war, wenige Monate später, weil der Warschauer Pakt sich inzwischen aufgelöst hatte und das Liaison-Konzept keinen Bestand mehr hatte. Daraufhin haben wir einen Vorschlag gemacht, an dem Zöllig und ich mitgearbeitet haben. Das heißt, wir haben ihn eigentlich entwickelt, den NATO-Kooperationsrat zu gründen. Und damit waren die Polen und die Tschechen und die Ungarn auch einverstanden. Und das war der erste formelle Kontakt zwischen den früheren Staaten des Warschauer Paktes und dem Westen und der NATO. Es war also eine Art Substitut für volle Mitgliedschaft. Und das änderte sich erst 1996, weil die Amerikaner einen Paradigmenwechsel in ihrer Politik vornahmen und plötzlich meinten, es ist doch sinnvoll, Staaten wie die Visegrad-Staaten aufzunehmen in die NATO. Das geschah dann auch. Die Russen haben im Grunde genommen dafür den NATO-Kooperationsrat bekommen. Bei dem nächsten Schritt, die baltischen Staaten aufzunehmen, haben die Russen nichts gesagt und wir haben auch nicht gefragt. Kritisch wurde es bei den Diskussionen über die Aufnahme von Georgien und der Ukraine. Das war im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, der Zankapfel. Und da hat frühere Außenminister Kissinger etwas sehr Interessantes gesagt. Er sagt, ein Land wie die Sowjetunion, das erfahren hat, dass es in seiner Geschichte immer wieder durchquert worden ist von ausländischen Armeen, Schweden, Polen, Deutschen, Franzosen, das dann als Folge des Zweiten Weltkriegs erfolgreich seinen Einflussbereich bis an die Elbe
nach Westen vorbringen konnte, dass dann unter dem Eindruck der verändernden Verhältnisse bereit ist, seinen Einflussbereich um 1000 Meilen wieder nach Osten zu verlegen, wird dann, wenn es um die Frage von Georgien und Ukraine geht natürlich auch darauf achten, dass es anfängt, geopolitisch zu denken. Und das müssen wir erkennen. Und da liegt die Krux auch der mangelnden Verständigung über dieses Thema mit Russland. Da wären wir beim Heute. Die 6 Minuten. Genau, da wären wir beim Heute, aber wir wollen noch mal zurückgehen in die 90er Jahre. Herr Misselwitz, Sie wollten sich auch dazu noch mal äußern. Ja, ich finde, das ist nämlich gerade der Knackpunkt natürlich von Debatten, die wir heute kennen. Ich will zu der einen Sache noch mal hinzusagen, was man, ich kann das auch nur nachlesen, wir waren ja auch nicht dabei, was in Moskau Baker, die Gespräche Bakers mit Shevardnadze und Gorbatschow betraf. Da gibt es zumindest das Zitat, was Sie genannt haben, wo die entscheidende Frage kommt, no inch forward, aber also Bündnismitgliedschaft des Vereinten Deutschland. Und der entscheidende Satz ist ja der Vorsatz, dass man ein so starkes Deutschland, also vereintes Deutschland sozusagen meiden möchte. Das heißt, die deutsche Frage stand als historische Frage im Raum. Und das spielt ja bis heute noch mal in unsere heutigen Debatten hinein, welche Rolle wir in Europa spielen wollen. Und bei der NATO-Frage ist es im Grunde damals ja gelungen, die Zustimmung der Nachbarn über dieses Argument zu bekommen. Da gibt es ein Zitat, dass Bush, das 14 Tage später in Camp David quasi auch Kohl beigebracht hatte. Also der hatte gesagt, the ghost of the past. Und denken Sie an Margaret Thatcher, die da eben auch, also die Briten, die da dranhängen. Wir haben das später auch nochmal, also die DDR-Regierung, die ja nun erst nachdem diese Messen quasi gelesen waren, also im April dann sich konstituiert und wir dann in diesen Prozess mit hineingehen. Wir haben ja damals alle unter dem Vorbehalt gestanden, also NATO geht eigentlich gar nicht, aber das war dann im April schon vorbei, aber dann nur übergangsweise das Ganze, die deutsche Vereinigung, kann nur in einem neuen europäischen Sicherheitsordnung passieren. Die entsprechende Strukturen hat. Ich glaube, hier gab es auch zwischen Bonn und uns eigentlich überhaupt keinen Dissens. Die Frage war, ich meine, das ist auch gar kein Thema, sondern die eigentliche Frage war, wie ist es damals gelungen? Wir hatten gesagt, was ist unsere Mission in diesem ganzen Geschäft? Nicht? Also als Mitteilnehmer am 2+4 haben wir gesagt, ja, wir haben osteuropäische Nachbarn, wir müssen mit denen reden, wenn wir uns jetzt hier einfach verabschieden. Wir müssen sehen, wie wir da die europäische Frage einbringen. Und in Kontakten mit Warschau und Prag, die damals zunächst sehr intervenierten, zu sagen, es muss auf der KSZE-Ebene was passieren. Es muss Strukturen geben, in denen wir wollen nicht in ein Vakuum fallen. Und die waren dann noch höchst bereit, zunächst diesen Gedanken weiter fortzuführen, geradezu eben, und die NATO-Mitgliedschaft für sich, haben vielleicht Einzelne gedacht, noch nicht als Option zu sehen. Und das ist Ihnen, wenn ich die Äußerung mit Dienstbier noch mal von denen gehört habe, also in Prag, von dem Prager Außenminister, das ist im Grunde eigentlich nach dem Besuch von Gorbatschow in Washington am 31. Mai, als dort die Zustimmung Gorbatschows gab, ja, KSZE-Regel, also Prinzip Nummer 6 zählt, also Bündnisfreiheit der Länder, der Staaten in Europa, das wurde ja dann eben als die Zustimmung zur NATO-Mitgliedschaft ausgelegt, dass dann hinterher Wolfson intervenierte und auch Havel bearbeitet hat, zu sagen, so, also KSZD ist keine sichere Karte, die sichere Karte ist NATO, also wenn ihr weiter. Also das heißt, es gab ein Momentum in diesem, wo dieser Ansatz, den Genscher vertrat, den wir aber im Grunde ja auch vertreten haben, mal ohne NATO, ein KSZE-Europa
herzustellen, dass eine über KSZE-Strukturen, Sicherheitsstrukturen gelenktes Europa, dass das eine Chance hatte, trotz dieser, sagen wir mal, dieser bedingten Zusage, die der Baker bekommen hat. Und da vielleicht noch mal ein Hinweis, Sie vielleicht bestätigen können oder nicht. Bakers Variante, die Sie, glaube ich, so geschildert haben, wie ich es auch verstanden habe, wurde ja konterkariert durch den Nationalen Sicherheitsrat, durch Scowcroft und einen Brief, der nach Bonn an Kohl ging, in dem es hieß, diese Aussage gilt nur für Deutschland und nicht, wie dann später diskutiert wurde, für eine Ostausdehnung insgesamt. Und Kohl hat, glaube ich, beide Briefe in der Hand gehabt, hat aber, wie die Historikerin Sarotti sagte, hatte mit dem Genscher Brief operiert, Gorbatschow gegenüber. Wenn der das an die andere Aussage gerichtet hätte, wäre vielleicht Gorbatschow noch mal nachdenklicher geworden. Also Kohl hat mit der Genscher-Variante Gorbatschow gegenüber operiert, also eine grundlegende Nicht-Ausdehnungsgeschichte. Und das war dann nicht mehr, also wird eben heute gesagt, das war nicht unsere Idee, es war aus amerikanischer Seite, es war nur die Idee in Deutschland. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also es war eine kurze Chance für ein gemeinsames europäisches Haus, aber mit der NATO-Erweiterung um Ostdeutschland war dann gewissermaßen diese Option wieder vom Tisch gefegt, weil die Amerikaner es nicht wollten. Herr Gysi. Ich glaube, dass die Chancen beim Ende des Kalten Krieges nicht genutzt wurden. Man hätte ja darüber nachdenken können, wie verändert sich eigentlich die Welt und auch Europa. Das einzige Land, wo ein Stück Warschau-Vertrag und NATO miteinander verbündet wurden, das war Deutschland. Gab es sonst nicht. Es gab übrigens auch nur eine einzige Stadt, die 40 Jahre lang politisch zu West- und zu Osteuropa gehörte. Das war Berlin. Es gibt keine andere Stadt. Interessant ist, dass wir das gar nicht nach vorne genutzt haben. Weil unsere Hauptbeschäftigung sich ja darin besteht, sich zu schämen, kommen wir immer nicht dazu, auch von meinetwegen Fehlentwicklungen in der Geschichte nach vorne zu nutzen. Also zum Beispiel Berlin hätte allen Konzernen der Welt sagen können, wenn ihr Handel mit Ost- und Westeuropa haben wollt, wir sind die Einzigen, die Ingenieure haben, die Russisch, Polnisch, Rumänisch, Bulgarisch, aber eben auch Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch sprechen, etc., etc. Das haben wir alles nicht genutzt. Und ich glaube, die richtige politische Überlegung auch der Bundesregierung hätte sein müssen, wenn wir uns mit einem Stück Warschauer Vertrag vereinigen, wir werden neutral und werden zu einem Hauptvermittler bei bevorstehenden oder vorhandenen Konflikten. Also übernehmen die Rolle, die neutralen Staaten alle nicht mehr spielen wollen. Das Zweite, was ich sagen wollte, Gorbatschow erzählte im Bundestag, dass er bei Bush war und Bush zu ihm gesagt hat, warum haben Sie eine solche Angst vor Deutschland, dass Sie Deutschland nicht in die NATO lassen wollen? Und daraufhin hat er gesagt, nein, Sie haben Angst vor Deutschland, deshalb wollen Sie Deutschland unbedingt in der NATO haben. Was ich sogar also eine ganz witzige Rückäußerung fand. Ich habe Kohl dabei gesehen, der saß da irgendwo hinten, der war nicht mehr Kanzler, musste aber darüber lachen, weil er sich beide Aussagen sehr gut vorstellen konnte. Und das sagt natürlich auch etwas aus. Und das Wichtigste ist, was Sie gesagt haben, die Sache mit Georgien und der Ukraine. Und dazu muss man wissen, dass es ja auch im Außenministerium einen richtigen Krach gab, weil die einen sagten, alles, was wir mit der Ukraine machen, müssen wir auch mit Russland absprechen. Und die anderen sagten, wir brauchen Russland nicht mehr. Die Haltung zu Russland hatte sich geändert. Ich muss es einfach mal sagen, der Jelzin stolperte betrunken von einem Flugzeug ins nächste. Ein völlig chaotischer und natürlich auch zu verurteilender Tschetschenienkrieg. Also die Armee schien auch nichts mehr zu taugen etc. Und der Westen glaubte, Russland nicht mehr ernst nehmen zu müssen. Und das ist immer ein Problem, wenn du siegst und du kannst nicht aufhören zu siegen. Da sie 90 gesiegt haben, konnten sie nicht aufhören zu siegen. Wenn sie hätten aufhören können und auch noch an Jahrzehnte danach gedacht hätten, also wirklich strategisch, wären sie einen anderen Weg gegangen, als sie ihn gegangen sind. Und jetzt haben wir alle Probleme. Ich sage nur ein Beispiel. Die Kriegsschiffe Griechenlands und auch Frankreichs und der Türkei stehen sich gegenüber, alles Mitgliedsländer der NATO. Ein dolles Bündnis, kann ich nur sagen. Und denen fällt auch nichts ein, was sie da machen können. Mit anderen Worten, wir hätten damals viel konsequenter neu denken müssen. Haben wir aber nicht gemacht. Trotzdem bin ich dafür, dass Deutschland immer noch eine Vermittlerrolle anstrebt. Ich finde, dass wir historisch dazu verpflichtet sind.
Vielen Dank, Herr Gysi. Damit ist gewissermaßen jetzt der dritte Block. Ich sehe, im zweiten Block habe ich jetzt, glaube ich, keine Chat-Fragen. Damit haben wir jetzt den dritten Block erreicht, nämlich der Punkt Abfall von den Prinzipien der KSZE ab 1990. Und das hat ja der Herr Gysi ja schon angesprochen. Die NATO hat sich zu Tode gesiegt gewissermaßen. Noch lebt sie, aber sie hat nicht das Ende des Kalten Krieges genutzt, um ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit zu etablieren, sondern sie hat die Siegesbeute mitgenommen und versucht bis heute, diesen Vorsprung auszubauen. Also mit anderen Worten, die NATO-Osterweiterung ist gewissermaßen auch der Grundstein für den neuen Konflikt mit Russland. Und Herr Elbe, wann war dieser Prozess, wann kam das Umdenken in den USA? Sie hatten mir das vorhin im Vorfeld schon mal so angedeutet, dass es mit der 90er ein Umdenken in Washington gab mit Blick auf das Verhältnis zu Russland. Können Sie das kurz nochmal skizzieren? Also es gab ein Umdenken, was im Wesentlichen beeinflusst wurde durch das Buch von Brzezinski, Das große Schachbrett. Und in diesem Buch empfiehlt Brzezinski den USA, die Position der einzigen Weltmacht auf dem eurasischen Kontinent zu halten und keinen Herausforderer aufkommen zu lassen, der Eurasien beherrschen und so eine Bedrohung für Amerika darstellen würde. Das heißt, in einem Moment der Schwäche 1996 meinten die Amerikaner, Abstand zu nehmen zu können von dem, was Bush am Vorabend der Unterzeichnung des 2+4-Vertrages 1990 gesagt hatte in einer Rede an die beiden Häuser des Kongresses, dass die Amerikaner sich beschränken könnten auf eine Rolle second to none zu sein, also niemanden überlegen und niemanden unterlegen. Mit der Mitte der 90er Jahre trat ein altes geopolitisches Denken in Kraft, das sich orientierte an den Philosophen oder Strategen der Geopolitik aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und das waren Mackinder und Spickman, dass man auf eine Kurzformel bringen kann, wer Russland beherrscht, beherrscht Eurasien und wer Eurasien beherrscht, beherrscht die Welt. In der praktischen Umsetzung folgte dann eine allmählich fortschreitende Politik der Ausgrenzung Russlands. Am deutlichsten wird das in der Behandlung Russlands nach der Ukraine-Krise. Für mich kann es keinen Zweifel geben, dass die Annexion der Ukraine völkerrechtliches Unrecht der Krim völkerrechtliches Unrecht war. Nicht, so ähnlich wie die Besetzung Nordzyperns durch den Bündnispartner Türkei ja auch völkerrechtliches Unrecht war. Was mich stört, ist im Grunde genommen der Mangel an Bereitschaft, eine Lösung herbeizuführen. Wir versuchen, den Konflikt zu versteinern, den wir jetzt mit Russland haben. Wir überziehen Russland mit regelmäßig halbjährig mit Sanktionen, die wir dann jeweils verlängern in der EU. Das ist keine Politik. Das ist die Versteinerung eines Konfliktes und die Duldung, die Entwicklung einer politischen Situation sich selbst zu überlassen. Für mich ist das Verwerflichste an der ganzen Geschichte die Perspektive, dass wir unter Umständen in Russland eine ganze Generation verlieren, die im Grunde genommen eingestellt war
auf eine Zusammenarbeit mit Russland, die wir jetzt enttäuschen, die wir enttäuscht haben mit der NATO-Erweiterung, die wir aber auch enttäuschen mit diesen Automatismen in der Verlängerung der Sanktionsmaßnahmen, die ja keinerlei Spielraum offen lassen für eine mögliche Lösung des Konfliktes mit Russland. Stattdessen erleben wir aber auch, oder wir haben es erlebt, dass eine Frau wie Victoria Nuland, Assistant Secretary im State Department, sich sogar damit anfreunden kann, einen Regimewechsel in Russland vorzunehmen. Das sind Dinge, die unserem Verständnis, wie wir es entwickelt haben, auf der Grundlage der Charta von Paris, einfach nicht realistisch sind. Und ich fürchte, wenn wir jetzt eine neue Regierung in den Vereinigten Staaten bekommen, eine demokratische Regierung, dass die Neigung zum Status quo, den wir ante, zurückzukehren, nicht sehr stark ausgeprägt ist. Die Demokraten sind eigentlich diejenigen, die ein klassisches Feindbild im Verhältnis zu Russland entwickeln und pflegen. Vielen Dank für die Ausführungen. Wichtig war mir auch nochmal der Hinweis mit Blick auf die Ukraine und der Krim. Auch die Linke, das kann man nicht müde werden zu wiederholen, verurteilt natürlich die Situation in der Krim, auch wenn man es nicht Annexion nennen. Es war ja vom Verlauf jetzt eine Sezession der Krim und dann eine Integration in die Russische Föderation, was ein Völkerrechtsbruch darstellt. Ob es eine Annexion war oder die Formation, die ich gerade formuliert habe, sei dahingestellt, darüber kann man streiten. Aber die Linke hat das nie in irgendeiner Weise gut geheißen. Wir weisen immer auf die Paradebeispiele Kosovo und das ehemalige Jugoslawien, wo die Bundesregierung ja auch eben ganz gewaltig daran mitgewirkt hat, diese Entwicklung zu befördern, also Sezession, Anerkennung, was völkerrechtswidrig in dieser Form war. Dann nochmal zurück, nochmal nachhaken. Das hatten Sie ja auch nochmal angesprochen. Nord Stream ist ja auch so ein Thema, was sehr umstritten ist. Insbesondere unsere amerikanischen Freunde tun sich ja schwer mit der Akzeptanz von Nord Stream und belegen ja auch die Deutschland mit Sanktionen. Also unter Freunden macht man sowas zwar nicht, würde Merkel jetzt sagen, faktisch passiert das aber. Wie sehen Sie Nord Stream? Kritisch, ablehnend oder zustimmend? Das würde ich danach auch die Frage weitergeben an die anderen Teilnehmer. Ich möchte zunächst mal darauf hinweisen, dass es ja ein Projekt gab in den 60er Jahren, der Sowjetunion zu helfen bei der Entwicklung ihrer eigenen Energieindustrie. Und die Deutschen bereit waren, Röhren zu liefern. Die Westdeutschen bereit waren, Röhren zu liefern an die Sowjetunion. Die Amerikaner reagierten darauf erst einmal mit einem Röhrenembargo. Das war das NATO-Röhrenembargo. Fanden dann aber wenige Jahre später durchaus gefallen an der Idee, weil sie etwas anerkannten, was auch heute für Nord Stream 2 noch gilt, das Prinzip der wechselseitigen Abhängigkeit. Wir machen uns nicht abhängig von dem Bezug russischen Gases, sondern die Russen, für die Russen entsteht auch eine Abhängigkeit, Europa als Lieferanten zu erhalten. Der Sarkozy hat das auf einer Tagung der Sicherheitskonferenz 2009 einmal in plastischen Worten dargestellt, indem er ganz trocken sagte, es liegt nicht in der Neigung französischer Kaufleute, einen Kunden, den man liefern möchte, umzubringen. Wir haben im Grunde genommen diese Politik der wechselseitigen Abhängigkeit durch Kooperation, das ja ein friedensförderndes Element ist, angewandt auf Nord Stream 1 und das ging ohne Probleme weiter. Bei Nord Stream 2 war es so, dass das ursprünglich eine britische Initiative war, weil der britische Premierminister Cameron Putin während der Olympiade
in London um Rat fragte, was er tun könne, denn die Gasvorräte in den britischen, norwegischen und holländischen Feldern in der Ostsee gingen zu Ende. Daraufhin sagte Putin, dann bauen wir doch eine zweite Leitung von Russland parallel zu Nord Stream 1, nennen das Nord Stream 2, bauen eine Stichleitung von Greifswald nach Jütland und speisen das Gas ein in das Netz der Briten, der Norweger und der Holländer. Eine große Begeisterung unter den Investoren. Das war überhaupt ganz, eine ganz tolle Geschichte. Alle wollten das. Die Firmen drängten sich danach, daran teilzuhaben. Und dann kam die Ukraine-Krise. Und plötzlich wurde aus einem Projekt ein politisches Projekt. Das ist die Tragik von Nord Stream 2. Nur in der Substanz bleibt ja das Prinzip aufrechterhalten, dass all diese Geschäfte zu einer wechselseitigen Abhängigkeit fördern, die friedenssichernd ist und die Zusammenarbeit in allen anderen Bereichen verstärken kann. Nord Stream, gehen wir mal weiter. Herr Gysi. Also Sie haben das so kurz erwähnt, dass das Kosovo auch völkerrechtswidrig war. Ich muss das mal ein bisschen erklären, weil es der Beginn des großen Völkerrechtsbruchs war. Es fing damit an, dass man den Krieg gegen Jugoslawien führte und dieser Krieg war völkerrechtswidrig. Egal, welche ethische Begründung man gab. Jugoslawien hatte keinen anderen Staat angegriffen, also war es kein Verteidigungskrieg und es gab auch keinen Beschluss des Sicherheitsrates. Das lag natürlich daran, dass eine Abstimmung im Sicherheitsrat gar nicht herbeigeführt wurde, weil man wusste, dass Russland von seinem NATO-Recht Gebrauch macht. Das wird ja Russland auch häufig vorgeworfen, dass es von seinem Vetorecht, wollte ich sagen. Man merkt das hohe Alter. Also von seinem Vetorecht Gebrauch machen würde. Das Problem ist, dass man vergisst, wie oft die USA von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht haben. Da ist vieles verhindert worden. Das ist nun mal so, wenn du sowas einführst für fünf Staaten, dass sie es eben gelegentlich auch nutzen. Also einen Beschluss des Sicherheitsrates gab es auch nicht. Und trotzdem hat man den Krieg geführt. Aber dann gab es einen Beschluss des Sicherheitsrates. Das wird immer vergessen. Und da haben ja alle fünf ständigen Mitglieder zugestimmt. Also USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich. Und in dem Beschluss steht drin, dass das Kosovo Bestandteil des föderativen Jugoslawiens bleiben muss. So nannte sich Serbien, also Bestandteil Serbiens bleiben muss. Allerdings mit einem hohen Grad an Autonomie. So, und dann haben sie sich bei den Verhandlungen nicht verständigt. Und deshalb sagte ein Mann der CDU, erzähle ich gleich, weil ich gesagt habe, dieser Beschluss ist verletzt worden. Man hat dann einfach gesagt, wir trennen das Kosovo. Es interessiert uns nicht mehr, was der Sicherheitsrat beschlossen hat. Das heißt aber, dass Großbritannien, Frankreich und die USA auch gesagt haben, es interessiert sie auch nicht mehr, was sie selbst beschlossen haben. Denn sie hatten dem ja zugestimmt. So, und dann sagte mir jemand von der CDU, ja, Herr Gysi, aber die Serben wollten nicht den Grad der Autonomie gewähren, den wir uns vorgestellt haben. Und da sage ich, ja, und dann hat der Sicherheitsrat seinen Beschluss zurückgenommen? Nein, sagt er. Da sage ich, denn ist und bleibt es völkerrechtswidrig. Dann hätte man eben länger verhandeln müssen, bis man sich über die Autonomie verständigt hätte. Zumal ja gar nichts passieren konnte. Die Truppen standen ja sowieso im Kosovo und stehen ja auch heute noch im Kosovo. Und man weiß auch gar nicht, für wie lange sie im Kosovo stehen. So, und das war, und damals habe ich in einem Vier-Augen-Gespräch einem wichtigen Politiker der Bundesregierung gesagt, wenn Sie diesen Weg gehen und das Kosovo lostrennen, eröffnen Sie mit einem negativen völkerrechtlichen Beispiel einen Prozess, den Sie nicht in den Griff bekommen. Und man dachte, man sei den anderen Ländern so überlegen, dass das nicht passiert. Ich sage es immer, als ich im Nordirak war, habe ich mit dem Präsident Barzani vom Nordirak von den Kurden und Kurden gesprochen. Er sagte mir, er will dieses Gebiet abtrennen von Irak. Da sage ich, das geht nicht ohne Genehmigung von Bagdad. Sagt er, wieso, ging doch beim Kosovo auch. Dann war Pütsch de Mund bei mir, der mir erklärte, dass er Katalonien von Spanien abtrennen will. Da sage ich, das geht nicht ohne Genehmigung von Madrid. Da sagte er zu mir, wieso, ging doch beim Kosovo auch. Und natürlich
Bei der Krim haben russische Politiker sich auch auf das Kosovo berufen. Das kommt dabei heraus. Du kannst nicht aufhören zu siegen. Du denkst, du bist überlegen. Du sagst dir, naja, schön, die machen jetzt nicht, was wir wollen in Belgrad. Dann trennen wir einfach das Kosovo und sowas bezahlt man irgendwann. Natürlich ist die Krim völkerrechtswidrig, habe ich immer gesagt. Aber es war eben auch ein Fehler, dass George W. Bush gesagt hat, er ist für die Aufnahme der Ukraine in die NATO. Ich meine, man muss ja mal wissen, die Schwarzmeerflotte Russland steht bei der Krim, dann hätte die im NATO-Gebiet gestanden. Und Deutschland und Frankreich haben dazu, was ich begrüße, Nein gesagt. Aber sie haben nicht nie gesagt, sondern sie haben gesagt, jetzt nicht. Und das reicht nicht, da brauchst du ein Nie. Aber es ist eben nicht gefallen. So, das ist das eine. Nord Stream 2 ist deshalb interessant, weil das völlig zu Recht hier gesagt worden ist. Wir sind energiemäßig nicht abhängig. Wir können uns ja jetzt auch ausreichend mit Energie versorgen, ohne dass das Gas kommt. Zweitens, was die Polen ärgert, das verstehe ich, ist, dass die Leitung nicht durch Polen geht, sondern sozusagen unter das Meer gelegt wird, sodass sie keinen Einfluss haben, es nicht abschalten können. Jeder Staat möchte ja gerne Einfluss haben und auch was machen können. Außerdem gibt es auch noch Knete dafür, wenn die Rohre durch Polen gehen. Das kann ich sogar verstehen, das Motiv. Aber nun ist es anders vereinbart worden. Was jetzt der Trump gemacht hat, ist natürlich völlig indiskutabel, weil es völkerrechtswidrig ist. Es ist ja ein legaler wirtschaftlicher Vertrag. Und da darfst du nicht Sanktionen gegen Unternehmen oder gar Staaten aussetzen. Das geht überhaupt nicht völkerrechtlich, weil wir haben ja einen freien Welthandel vereinbart, den du ja damit vollständig untergräbst. Also insofern ist das neben der Sache. Und da finde ich es gut, dass die Bundesregierung bei allem, was sie auch falsch macht in Bezug auf Russland, hier doch einigermaßen konsequent ist und sagt, sie will dabei bleiben. Aber es verzögert sich durch die Sanktionen, weil es bestimmte Unternehmen gibt, die nicht mehr zur Verfügung stehen. Denn andere zu finden ist nicht so leicht. Die wollen ja alle ein gutes Verhältnis zu den USA haben, etc. Noch eins, ich stimme Ihnen zu. Ich glaube auch nicht, dass sich das Verhältnis der USA zu Russland und zu China wesentlich verbessert unter Biden. Bestimmt nicht. Allerdings, ich glaube an bestimmte Sachen, weshalb ich natürlich trotzdem für Biden bin und vor allen Dingen dafür bin, dass das Wahlergebnis einfach respektiert wird, jetzt egal wie es aussieht, und nicht, dass das oberste Gericht über das Ergebnis der Wahl entscheidet und nicht die Wählerinnen und Wähler. Aber ich will drei Dinge sagen. Ich hoffe, er kommt ins Paris-Abkommen zurück. Ganz wichtig für die Jugend. Wissen Sie, ich bin in einem Alter, ich würde mal sagen, wir beide halten den Klimawandel bis zu unserem Tode noch aus. Aber wenn ich heute 13 oder 14 bin, dann ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht, über Jahrzehnte. Zweitens hoffe ich sehr, dass er an das Iran-Abkommen zurückkehrt. Das wäre für den Nahosten so wichtig, dass wir da wieder andere Beziehungen aufbauen und erreichen, dass es keine Atomwaffen im Iran gibt. Und drittens hoffe ich, dass er auch Annexionspläne hinsichtlich des Westjordanlandes durch Israel nicht so unterstützt, wie das Trump unterstützt hat. Das ist mir wichtig. Im Innern wird dann doch die Besteuerung der Reichen wieder etwas anheben müssen, die ja von Trump erheblich gesenkt wird. Und auf ökologische Nachhaltigkeit wird er auch anderen Wert legen. Also nicht, dass ich Illusionen habe, was Biden betrifft, aber ich weiß schon, dass es einen Unterschied macht. Und das Spannende wird sein, was macht er in Bezug auf Nord Stream 2? Ich kann es nicht einschätzen. Sagt er sich, das ist jetzt gelaufen, ich komme da sowieso nicht mehr ran, ich mache da jetzt nichts, oder sagt er das nicht? Aber ob er das überhaupt alles sagen kann, wissen wir ja nicht, weil wir ja vor einer Verfassungs- und Strukturkrise in den USA stehen und gar nicht wissen, wann wir wieder so etwas Ähnliches wie einen handlungsfähigen Präsidenten haben. Spannend. Hoffentlich versucht Deutschland nicht, die Rolle der USA zu übernehmen. Das würde uns in jeder Hinsicht überfordern. Aber ich glaube, das weiß auch Frau Merkel. Vielen Dank. Ich möchte mal an die 3-Minuten-Regel erinnern. Herr Misselwitz. Über Nord Stream 2 habe ich jetzt nichts weiter hinzuzufügen. Es ist sicherlich jetzt an diesem Tisch und Sie haben ja gesagt, bis in die Bundesregierung hinein irgendwie klar, dass man sich das, also dass man sich eine solche Zumutung, nenne ich das mal, dieser Sanktionierung dieses Projektes, dass man dem nicht stattgeben darf. Und wenn man ein bisschen auch Respekt international auf der internationalen Bühne erhalten will. Ich habe mich gefragt, weil wir jetzt auch so ein bisschen Tour de Raison machten. Das sind ja verschiedene Themen bis zum Wahlergebnis jetzt oder Situation in den USA gekommen.
Wie kommen wir eigentlich zurück zu einer Situation, die, wie wir vorhin gesagt haben, die diese Chance von vor 30 Jahren, die in der Tat für viele durchleuchtet. Und ich will da noch mal, wir hatten das vorhin nur an der NATO-Frage und dem Umgang damit beleuchtet. Aber es gab eine Grundüberzeugung in der Zeit, es gab einen Geist, der für einen Geist der Kooperation gegen die der Konfrontation. Und die sich in dem Projekt einer neuen Organisation der europäischen Sicherheit und Europas überhaupt neu niederschlug. Das war eigentlich sehr, sehr weit verbreitet. Das war also fast alle schworen nicht nur auf diese oder Sache, sondern es gab natürlich auch eine Menge Impulse dahin. Die Frage, die dann steht, ist ja, also die Feier dieses Geistes war ja noch mal in Paris angesagt worden mit der Charta für Paris, für ein neues Europa und das Ende der Konfrontation in Europa. Und das Versanden dieses Prozesses danach ist eben eine wichtige Frage und Lehrfrage nochmal. Wir hatten das jetzt an zwei Momenten, den Kosovo-Konflikt oder beziehungsweise den Krieg um den Kosovo. Und wir hatten es auch in der Frage der geopolitischen Grundentscheidungen, die in den USA gefällt worden sind. Jetzt stehen wir ja an einer Situation, dass wir dieses nochmal, also nochmal sagen, wir stehen wieder an einem bestimmten Anfang, die Karten müssen neu gemischt werden, also immer ist China dann nochmal der neue Pol, an dem sich diese ganze Welt oder dem gegenüber sich die Welt jetzt oder der Westen ausrichten will. Mir fehlt oder praktischerweise nochmal der Hinweis darauf, die Chancen dieser damaligen Zeit und auch wahrscheinlich in Zukunft werden davon abhängen, dass es gelingt, die Rüstungskontrolle wieder in den Griff zu kriegen und die Abrüstungsthematik wieder einzuführen. Und was da, wenn man das sich anschaut, was da im Hintergrund eigentlich an Drohpotenzial, an Unsicherheitspotenzial, an Sicherheitsdilemma aufschaut, das was man nicht mehr beherrschen kann und wo man im Grunde dann in die Disziplin von Blöcken wieder ein und von Feindbildern wieder einsteigt, auch in den Gesellschaften selbst. Das macht mir am meisten, beunruhigt mich am meisten. Und insofern wäre auch jetzt, wenn wir an die Amerikaner denken, vielleicht neue Administration, wäre die Frage, ist allein daran noch mal zu messen, gelingt es, dass die wieder dort auf dem Pfad von Begrenzung, Beschränkung überhaupt einschwenken? Und ich denke, das wäre ein vitales Interesse für uns in Europa sowieso und für die Welt. Und ich würde eben mir wünschen, dass wir vielleicht mal weniger über unsere, sagen wir mal, eurostrategischen Missionen von Deutschland und so weiter reden, sondern dass wir sagen, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, sind wir alle verhaftet in einem oder alle gebunden in einem Prozess einer zunehmenden Gefahr, die da ist. Und ich denke auch, würde das auch als eine politische Aufgabe der nächsten Zeit sehen, darauf sich zu fokussieren. Sie haben ja China angesprochen. Der indopazifische Raum ist ja mittlerweile auch eine Interessenzone deutscher Außenpolitik geworden. Es gab ja das Papier dazu im Sommer. Frau Kramp-Karrenbauer hat das ja vor kurzem auch nochmal erwähnt, dass man diese Interessenzone natürlich auch militärisch beglücken möchte. Herr Modrow, China, die große Herausforderung der USA, auch für Deutschland. Wie sehen Sie das? Jetzt kommen Sie auf ein nächstes Thema. Ich möchte unter Beachtung selbst der Zeit zu dem bisherigen schon noch etwas sagen. Sassnitz hat eine Geschichte. Es wurde in Sassnitz ein Hafen gebaut, strategisch, und ohne diesen Hafen wären die sowjetisch-russischen Truppen so nie nach Hause gekommen, wie es geschehen ist. Pipeline war schon immer eine Debatte, weil die Sowjetunion daran interessiert war. Und die DDR allemal spielt heute für die Wirtschaft und den Interessen der Bundesrepublik genauso eine Rolle. Je mehr du Länder hast, bei denen du zu zahlen hast, umso teurer wird es. Hast du einen Strang durchs Meer,
ist nicht zu zahlen. Ist deiner und das hat sich erledigt. Hierhinter stehen Interessensfragen und die Politiker reden über jedes, haben von allem ein Verständnis, aber dahinter stehen ganz andere Fragen. Und damit etwas halb und ganz zu deiner letzten Frage. Gregor Gysi spricht von dem Vermittler, der Deutschland sein soll. Ich weiß nicht, wo Deutschland die Rolle eines Vermittlers hernehmen will, selbst wenn heute über Verantwortung gesprochen wird. Ich war 2004 im Stab der NATO in Brüssel. Es gab eine Debatte mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments und ich stellte zwei Fragen. Die erste Frage, was motivieren Sie? Es war ein deutscher Admiral, der das Gespräch führte. Ihre Soldaten, wenn sie in Afghanistan eingesetzt sind. Und stellte eine zweite Frage, wo ich im Gespräch mit einem Generalleutnant war. Warum muss die NATO so weit am Osten stehen? Zur ersten Frage kriegte ich die Antwort. Natürlich kämpfen wir in Afghanistan gegen den Kommunismus. Welcher Vermittler ist wohl ein Land, der heute noch gegen den Kommunismus kämpfen will, den es in Afghanistan zwar mit Verbündeten der Amerikaner vielleicht mal gab, die dann aber wieder diejenigen waren, die gegen die Sowjetunion kämpften. Die Geschichte wird genutzt für jedes Motiv, für alle Fragen. Der Generalleutnant sagt mir, ja, Herr Modrow, die chinesische Mauer steht. Da haben Sie recht, als ich Ihnen sagte, jetzt schauen wir uns mal an, wo die NATO überall steht. Das ist wie ein Hufeisen um Russland. Seine Antwort ja, aber unsere Interessen sind ebenso. Und wer diese Interessen hat und diese Interessen vertritt, der hat schon seine Probleme. Und das Gleiche erlebe ich mit China, wo ich seit 1959 bei meinem ersten Besuch auch später noch ein Dutzend Mal da gewesen bin. Welche Interessen hat Deutschland an China, wenn Frau Merkel oder die Kanzlerin, nehmen wir es erstmal so rum, in China ist, wird über Geschäft gesprochen und man ist todfreundlich. Absolut, alles ist gesagt und es scheint bestes Klima. Ist man zu Hause, geht es über die Menschenrechte, geht es über den Kommunismus in China und gleich haben wir wieder die andere Seite. Wo bleibt der Vermittler dort? Wohin ich möchte ist, wir sind an einem Punkt, wo sehr sichtbar wird. Die Pandemie stellt Systemfragen. Und ich erlebe, wie Herr Kauder im Januar diesen Jahres auf der japanischen Botschaft bei einem Empfang Ende Januar erklärt, jetzt kriegen wir noch die chinesische Seuche. Und nun, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir weltweit ein Problem, wo Mensch begreifen muss, wie nahe er der Natur bleibt. Und diese Probleme haben eine andere Dimension als das, worüber wir mitunter auch im Bundestag und in der Politik heute diskutieren. Und in China, wo die USA ja über Wuhan herzogen, bis es ging nicht mehr zu Ende, haben wir eine Situation, wo die USA mehr Tote durch die Pandemie bekommen haben als im Ersten und Zweiten Weltkrieg und selbst in Vietnam. Wir stehen echt vor der Frage, und das, glaube ich, ist das Problem der jetzigen Generation. Wenn wir auf dieser Erde weiterleben wollen,
dann ist es an der Zeit, dass über Zukunft nachgedacht wird. Und da ist Deutschland auch ein Land, wo gerade jetzt erst der russische Außenminister Lavrov uns erinnert hat. Vergesst nicht, ihr lieben Deutschen, wer euch vom Faschismus befreit hat und wer auch seinen Beitrag für die Vereinigung Deutschlands gab. Wir brauchen andere Balancen. Und um diese Balance, unabhängig davon, wie ich jetzt zu den USA oder zu China stehe, wenn diese Welt keine Balancen mehr hat, dann wird die nächste Katastrophe sein. Und diese steht im Raum. Sollten wir uns über den Traum, von dem wir sprechen, noch etwas tiefer besinnen und neue Kräfte dafür auch engagieren. Vielen Dank, Herr Motor. Bevor ich das Wort an Herrn Elbe gebe, wir haben noch eine Chatfrage, die sehr interessant ist und die ist sozusagen für die Endrunde gedacht. Diese Chatfrage, es geht aber um eine Frage von Andreas Zumach. Zunächst einmal wollten Sie, glaube ich, darauf reagieren, was Herr Modrow gesagt hatte. So habe ich das zumindest interpretiert, Herr Elbe. Versuchen wir es kurz zu halten. Vielen Dank. Ich werde es ganz kurz halten. Ich möchte gerne drei grundsätzliche Bemerkungen machen. Die globalisierte Welt beruht auf Arbeitsteilung, wechselseitiger Abhängigkeit, Zusammenarbeit und gegenseitiger Anerkennung. Wenn Entwicklung, Wohlstand und Sicherheit nachhaltig Bestand haben sollen, muss das Prinzip gelten, dass wir Probleme nur gemeinsam lösen können und kein Staat sich anmaßen darf, es alleine schaffen zu wollen und anderen mitzuteilen, was zu tun ist. Das Zweite ist, eine Politik, die nicht auf Zusammenarbeit mit Russland setzt, sondern auf Abgrenzung abstellt, kollidiert mit unseren Wertvorstellungen, um das mal ganz einfach auszudrücken. Sie wäre verfassungsfeindlich. Das Grundgesetz hat in Artikel 26 eine Verpflichtung verankert, das friedliche Zusammenleben der Völker zu fördern. Es ist nicht nur das Verbot des Angriffskriegs, sondern die Hauptaufgabe ist, Störungen des friedlichen Zusammenlebens der Völker zu vermeiden. Das Interessante ist, dass dieses unmittelbar geltendes Recht ist, es nicht nur die Organe des Bundes verpflichtet, sondern jedermann, auch den Bürger, der sich als Journalist und Politiker betätigt. Und der dritte Punkt ist, wir sind offen für jede Form der Zusammenarbeit, aber nicht um jeden Preis. Unsere Zusammenarbeit verlangt eine Partnerschaft auf Augenhöhe, Berechenbarkeit und gegenseitigen Respekt. Und gleichzeitig ist es wichtig, sich darüber klar zu werden, was Europa ist und wo es in der Welt steht. Das bedeutet auch die wirtschaftliche Stärke und der daraus resultierende politische Einfluss stärker in das europäische Bewusstsein aufzunehmen. Das machen wir im Moment nicht. Wir sind konzeptionell, was Außenpolitik angeht, einfach abstinent geworden. Das bedeutet, wir müssen in unser Bewusstsein aufnehmen, dass die Amerikaner uns Europa nicht als Lehen gegeben haben und wir nicht ihre Vasallen sind. Es ist unser angestammter Kontinent, über den wir bestimmen wollen. Und zwar ohne jeglichen Ehrfurchtsgestus müssen wir jetzt Amerika an seine politische Verantwortung erinnern. Wir haben Anspruch auf eine berechenbare amerikanische Außenpolitik. Und die Amerikaner müssen verstehen, dass, wenn es nicht anders geht, es eben auch ohne sie gehen wird. Herr Misselwitz, da haben Sie vorgegriffen, die Frage von Andreas Zumach lautet, gilt die von Herrn Elbe zitierte Brzezinski-Doktrin von Mitte der 90er Jahre auch weiterhin für die Politik der USA? Und dann formuliert er weiter, wenn die Doktrin noch gilt,
ist dann eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa und eine gedeihliche kooperative Beziehung zwischen der Europäischen Union und Russland mit den USA überhaupt möglich? Oder nur nach einer gewissen Abkopplung der EU-Staaten von den USA? Und was hieß das für die Zukunft der NATO? Ich schlage vor, das ist jetzt die Abschlussrunde und wir gehen genau in die Beantwortung der Frage. Kurz gesagt, ist ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit mit oder nur ohne die USA möglich? Also gewissermaßen von Vancouver bis Vladivostok oder von Lissabon bis Vladivostok, um das mal so auf diese primitive Formel runterzubrechen. Fangen wir an bei Herrn Misselwitz. Na, es ist natürlich eine weit gesteckter Bogen. Wenn wir von Vancouver bis Vladivostok reden, dann haben wir die OSZE-Perspektive, nicht? Also KSZE-Perspektive da. Und es lohnt sich in der Tat, darauf nachzudenken, wenn man Strukturen schon mal hatte, inwiefern die Möglichkeiten geben, bestimmte Themen, sagen wir mal, zu reaktivieren, ins Bewusstsein zu bringen, überhaupt Austausch darüber zu pflegen. Ich denke, dass das wachsende Sicherheitsproblem oder Sicherheitsdilemma, in der sich die Welt in diesem neuen Konflikt bewegt, kann ja nur gelöst werden, indem man wieder Vertrauen schafft, indem man über Dinge redet, indem man und gerade auch in dem Thema der entfesselten Rüstung oder eben die Fesselung, die Kontrolle über die Rüstung zum Beispiel, da hat man ja große Erfahrung gehabt in dem, was OSZE konnte. Also insofern wäre das ein Hinweis darauf, zu sagen, das wäre im Grunde ein Forum, dass man wieder darüber, dass man nachdenken muss. Nur bin ich nicht naiv, dass das nicht so ganz so einfach ist, aber warum nicht in dieses Forum hineinzureden oder das wieder zu bestellen und da was zu sagen. Die anderen Strategien, die sich darauf beziehen, dass man sagt, die Souveränität Europas in diesem Feld zwischen USA und Russland zu behaupten. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Ich bin bloß nicht sicher, ob wir das über die militärische Schiene überhaupt können und sollten, und um uns nicht lächerlich zu machen. Nicht? Also es hängt ja auch damit zusammen, wir müssten als Deutsche aufgeben, was wir eigentlich haben, dass die bestimmten Vorbehalte, die wir im 2+4-Jahr haben mit dem Atomwaffenproblematik oder Massenvernichtungswaffen, dass wir andere Vorbehalte haben mit dem Parlamentsarmee und der Einsatz der Bundeswehr. Also all das müssten wir im Grunde jetzt in die Waagschale werfen, um zu sagen, wir machen hier die Dinge selber. Wir sind die dritte Kraft in dem und sind nach links wie rechts oder nach Ost wie West oben wie selbstständig. Ich glaube nicht daran, dass das funktioniert. Was jetzt passiert, ist ja nichts anderes, als dass wir im Grunde die Amerikaner entlasten, damit sie auf einer anderen Weise ja nicht abrüsten, sondern dass sie im Grunde ihre Rüstung weiter forciert haben. Und wir übernehmen sozusagen nur einen Teil der Rechnung, wenn wir unsere Rüstungsanstrengungen erhöhen. Also ich finde diesen Weg keinen Lösungsweg. Nicht? Also im Sinne von Europa, also was Europa aber in dem Sinne kann, ist ja das, was wir in den 80er Jahren vielleicht auch innereuropäisch ja mal auch verstanden hatten, dass die Frage dieser damaligen Supermachtkonfrontation im Grunde in wieder die Interessen unserer Bevölkerung, wieder in die Interessen unserer Länder ist und dass wir dort alles tun müssen, um da rauszukommen aus diesem Dilemma. Also dieses Verständnis von Bedrohung und nicht oder von verminderter Sicherheit, wenn das so weitergeht. Und das muss ja nicht, also man wünscht sich eine Friedensbewegung wieder, aber man könnte auch sagen, das ist eigentlich damals auch verstanden worden, bis zu Reagan hin, dass man sagt, wir müssen da raus aus diesem Dilemma. Also von daher, OSZE, Rüstungsbegrenzung als erste Themen und Schritte. Von Vancouver bis Vladivostok wäre möglich, von Lissabon bis Vladivostok wäre nötig, wenn die Amerikaner keine sicherheitspolitisch kooperative Anstalten an den Mann bringen. Also, zunächst muss man Folgendes feststellen. Deutschland und auch die Europäische Union haben ein geostrategisches Interesse an guten Beziehungen zu den USA, zu Russland und zu China. Deutschland und die EU haben kein gutes Verhältnis, weder zu den USA noch zu Russland noch zu China.
Gegenüber den USA ist es mir zu duckmäuserisch. Es hat mit gleicher Augenhöhe fast nichts zu tun. Gegenüber Russland ist es geprägt von Vorurteilen und China ist ihnen zu fremd. Punkt. Das heißt, es gibt lauter Gründe, die das Vertrauensverhältnis einstellen. Was man gegenüber allen drei Staaten braucht, ist ein Grundvertrauen. Was meine ich damit? Damit meine ich nicht die gleiche Auffassung. Damit meine ich auch nicht, dass man unkritisch ist, sondern damit meine ich, dass wenn unsere Regierung der amerikanischen etwas sagt und die amerikanische unserer Regierung, wir immer wissen gegenseitig, es stimmt. Und wenn wir etwas nicht sagen wollen, dann sagen wir, wir wollen darüber nicht sprechen, weil ich möchte nicht die Unwahrheit sagen und die Wahrheit kann ich Ihnen nicht sagen. Das geht. Genauso müsste das Verhältnis zu Russland sein, was das Grundvertrauen betrifft, besteht nicht. Und zu China besteht auch kein Grundvertrauen. Und das ist von übel. Ob wir jetzt davon träumen, dass wir hier eine ganze Struktur in Europa fernab von den USA aufbauen, das halte ich auch für eine Illusion. Dazu sind sie natürlich noch viel zu mächtig und zu stark, und zwar nicht nur militärisch, nicht nur hinsichtlich der Geheimdienste, sondern auch wirtschaftlich. Aber den Druck müssen wir erhöhen, dass wir statt der NATO endlich ein europäisches System der Sicherheit und Zusammenarbeit nicht unter Ausschluss, sondern unter Einschluss von Russland benötigen. Und da wäre es sogar wichtig, wenn die USA und Kanada als nicht-europäische Länder teilnehmen, also OSZE, sind sie auch gebunden. Das fände ich viel klüger, als wenn wir sie rauslassen und sie dann gegen all das operieren. Mit anderen Worten, den Mut müssen wir haben. Ich bin sehr gespannt, ich habe das vorhin auch der Abendschau gesagt, ob sie das bringen, weiß ich natürlich nicht. Weil das wäre meines Erachtens eine Zukunft für Sicherheit und Zusammenarbeit und würde andere Konstellationen setzen. Und wir könnten dann der polnischen Regierung, auch den baltischen Regierungen sagen, dadurch seid ihr doch sicherer. Die USA sind drin, Russland sind drin, etc. Also statt Unsicherheit zu projizieren, müssten wir dann Sicherheit projizieren. So, und dann sage ich noch, brauchen wir natürlich noch ein ausgewogenes Verhältnis zu China, denn China ist dabei, die Weltmacht zu werden und die USA abzulösen. Und das stört die USA, das verstehe ich erstmal, dass es sie stört. Aber das kann man nicht durch einen Handelskrieg verhindern. Damit lenkst du nur ab von den eigentlichen Problemen, die dort bestehen. Und mein letzter Hinweis, es gibt jetzt einen Hang, dass ehemals demokratische Staaten, ich spreche nicht von denen, die noch nie demokratisch waren, oder nicht ehemals, sondern dass demokratische Staaten Schritt für Schritt die Demokratie abbauen. Ob ich die USA nehme, ob ich die Türkei nehme, ob ich Ungarn nehme, ob ich Polen nehme. Dagegen müssen wir etwas tun. Wir müssen schon unseren Kindern und Jugendlichen den Wert der Demokratie beibringen, was schon in unseren Schulen leider ausfällt. Vielen Dank, Herr Gysi. Damit ist auch die Frage von einem Chat-Nachfrage namens Erwin, glaube ich, auch beantwortet. Herr Modrow, Vancouver oder Lissabon? Zunächst steht eine andere Frage. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist scheinbar erprobt, wie Sicherheit sein kann. Und es war ein Gleichgewicht des Schreckens. Aber es gab keine Kriege. Wir leben heute, 30 Jahre nachdem, wie man es formuliert, dem Kalten Krieg, der in seiner Art ja nicht ganz aufgehört hat, aber 100 Kriege sind geführt in diesen Jahren. Wenn es keine Vertrauensbildung gibt, werden wir auch wieder ein Zurückfallen haben. Und worum es geht, ist zu prüfen. Ist die Seidenstraße auch ein Konzept, an dem man sich anschließend prüfen, Wirtschaft und Frieden schaffen kann? Ich bin auf Strecken dieser Seidenstraße schon gefahren, ob in Kasachstan und anderswo. Und überall ist spürbar, auch in China, wenn man dort die Debatten führt, die Wirtschaft möchte, dass Frieden ist. Die Wirtschaft will nicht das Kriegsgeschäft. Und China geht mit der Seidenstraße bis in die Bundesrepublik, denn in Duisburg steht ein gewaltiger Bahnhof. Ohne China ist dort nichts los. Und ich glaube, hier sind andere Ansätze, weil
Gregor Gysi ja auch von der Wirtschaft sprach. Die Hauptinteressen laufen heute mit dem wirtschaftlichen Geschehen zwischen allen Mächten. Und der Krieg wird im Moment zulasten von sozialen Strukturen, arm und reich, über die Wirtschaft und ihren Möglichkeiten gestaltet. Und wenn wir nicht auf diesem Gebiet dazu kommen, dass Vertrauen in einer globalen Wirtschaftswelt existiert, wird das Militär die anderen Fragen wieder aufgreifen. Wir haben nur über die NATO gesprochen. Auch die militärische Seite der Europäischen Union ist im Wachsen. Gehen wir also umgekehrt daran, vertrauen wir und schaffen wir Vertrauen, in die Menschen miteinander arbeiten, miteinander wissen, dass ihr Leben dadurch Arbeit gibt, soziale Leistung schafft, und lassen und schieben wir zurück die Fragen, die in den Mündnissen der Militärstrukturen liegen. Je weiter wir sie mit Kernwaffenbeseitigung erreichen könnten, umso mehr wird Vertrauen und auch Kraft für all diese Anliegen, die mit Frieden und soziale Gleichheit in Zusammenhang stehen. Vielen Dank, Herr Modrow. Herr Elbe? Es kann ja nur lauten, von Vancouver bis Vladivostok. Das transatlantische Verhältnis ist ungeheuer wichtig, weil es keinen Vergleich gibt weltweit, in dem zwei Kontinente so eng wirtschaftlich miteinander verbunden sind, gemessen an der Zahl der Investitionen und an der Zahl des Handelsaustausches. Man kann das nicht einfach wegschieben. Es ist Teil einer gewachsenen Realität, die man fördern muss. Vancouver bis Vladivostok bedeutet für den Westen ja auch, und zwar sowohl für die USA wie für Europa, dass wir alle nur profitieren können, wenn wir diese Formel Vancouver bis Vladivostok akzeptieren, weil die Synergien, die wirtschaftlichen Synergien, die wir dort abschöpfen können, in Zukunft gewaltig sein werden. Vancouver bis Vladivostok ist auch etwas, was unter dem Gesichtspunkt der Seidenstraßen an Bedeutung gewinnt. Ich möchte Ihnen empfehlen die Lektüre von zwei Büchern vom selben Autor. Peter Frankopan, der ein gewaltiges historisches Werk geschaffen hat, Licht aus dem Osten, und der nicht das sieht aus einer nationalstaatlichen Sicht, sondern der die großen Prozesse in Europa definiert hat, einschließlich der Pest, der Kreuzzüge und der Französischen Revolution, der Renaissance und so weiter. Der hat ein zweites Buch geschrieben, nicht als Historiker, sondern als Politiker, und gefordert, und das heißt die neuen Seidenstraßen. Und darin fordert er etwas, dass Europa und Amerika erkennen muss, dass die Zukunft in Eurasien liegt. Dass die Entwicklung Eurasiens etwas ist, was wir Europäer, aber auch die Amerikaner ins Kalkül stellen sollten. Denn es gibt nirgendwo ein so hohes Potenzial an Rohstoffen, die noch nicht ausgeschöpft sind und die die Zusammenarbeit und deren Verwertung die Zusammenarbeit allen Beteiligten zugutekommen würden, wenn wir damit richtig umgehen. Ein Europa von Vancouver bis Vladivostok hätte auch einen Sinn, als es zu einer gewissen Domestizierung Chinas beitragen würde, weil wir in dieser Vorstellung auch eine
politische Präsenz entfalten könnten in diesem Raum. Also eigentlich ist das, was wir 1990 auf die Beine gestellt haben, der beste Wegweiser auch für die Zukunft nach 30 Jahren trauriger Erfahrung mit dieser Entwicklung. Wir sollten an bewährten Strategien festhalten und zurückfinden und vor allen Dingen, dass das Allerwichtigste dieser Strategie ist, wir sollten das ernst nehmen, was wir in der Charta von Paris ausdrücklich festgeschrieben haben, das Bemühen um Entfeindung. Dann braucht man auch die KSZE nicht mehr als ein System kollektiver Sicherheit zu verstehen. Das wird auch die Bedeutung von Bündnissen reduzieren. Das ist nun wirklich keine Spinnerei, sondern das ist eine Überlebensfrage, wie Genscher gesagt haben würde. Und ich muss bekennen, bei allem Einverständnis, was ich heute Nachmittag erlebt habe, ich bin ein in die Wolle gefärbter Genscherist. Von dem Rühe mal behauptet hast, dass die deutschen Diplomaten von Genscher bis in die Ohren hinein geklont seien. Und ich bleibe auch dabei. Ich bin in dieser Philosophie groß geworden. Ich bin wahrscheinlich der nach Herrn Modrow der Älteste in diesem Raum mit 80 Jahren. Ich habe noch das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt. Ich habe die letzten Bombennächte miterlebt. Ich habe den Hunger erlebt von 1945 bis 1948. Ich habe den Kalten Krieg erlebt. Und ich habe mir nie vorstellen können, etwas zu akzeptieren, was wir ja in vergangenen Jahrhunderten schon haben realisieren können, uns kosmopolitisch zu verstehen in Europa. Wir müssen die nationalstaatliche Enge aufgeben und in europäischen Kategorien, aber auch in transatlantischen Kategorien denken und in erster Linie in den Vordergrund stellen die Vorteile, die wir ziehen können aus einer Kooperation, die sowohl wirtschaftlich uns zugutekommen, die aber auch friedenssichernd wirken und die im Grunde genommen das Überleben unseres Planeten garantieren können. Vielen Dank, Herr Elbe. Vielen Dank an alle Teilnehmer auf dem Podium. Vielen Dank an alle Zuschauer und Zuhörer. Ich möchte jetzt keine lange Zusammenfassung machen, das langweilt nur. Ich glaube, was deutlich wurde, ist, dass die Retrospektive zurück in die 80er Jahre wichtig ist, um auch noch einmal sich daran zu erinnern, was damals die Momente waren, die zur Entspannung geführt haben, die zur deutschen Einheit geführt haben und auch eine sogenannte Friedensdividende geschafft haben. Vertrauen aufbauen. Dialoge führen statt Feindpropaganda auf allen Seiten und anstelle von Aufrüstung. Wir als Linke fordern ja, und das haben wir in unserem Parteiprogramm ja auch festgehalten, weiterhin, dass wir das System gegenseitiger kollektiver Sicherheit anstelle der NATO setzen müssen, und zwar unter Einschluss Russlands, also der klassische Gedanke, den auch Barr seinerzeit aufgeführt hatte. Und welche Rolle die USA darin spielen, ich glaube, das kann die USA nur selber klären. Also ob nun von Vancouver bis Vladivostok oder von Lissabon bis Vladivostok. Das ist eine Frage, die die USA selber klären müssen. Kleines Missverständnis, Vancouver ist natürlich Kanada, aber dennoch ist diese Formulierung so, wie sie ist. Gemeint sind natürlich im Wesentlichen die USA. Vielen Dank.